Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, hier auf Okitok zu einer weiteren Sendung am 22.05.2019. Wie gesagt, mein Name ist Alexander und ich habe die Ehre und das Vergnügen, heute die Sendung zu moderieren. Und vorweg möchte ich noch sagen, möchte ich um Nachsicht bitten, da dies meine allererste Sendung überhaupt in dieser Form ist. Ein herzliches Dankeschön dafür. Heute haben wir ein etwas anderes Format. Da wir keinen externen Gast haben, wird es sozusagen ein internes Gespräch sein. Und da möchte ich den Sendetext schon mal vorlesen. Jetzt habe ich vergessen, das aufzumachen. So. Ja, wie der Klaus schon gesagt hat, Verwirrung der Sprache auflösen ist das Thema, ist natürlich ein sehr schweres Thema eigentlich. Der Text sagt, die Sprache ist das wichtigste Kommunikationsmittel der Menschheit. Ohne die Sprache wäre eine sinnmachende Kommunikation, die unser Verstand begreifen könnte, gar nicht möglich. Aber was ist passiert? Warum sieht die Welt von heute so dramatisch aus? Könnte es sein, dass sich unsere verbale Ausdrucksform sich so verändert hat, dass wir uns zum Teil selber nicht mehr verstehen, geschweige denn untereinander? Oder könnte es sein, dass durch das Eindeutschen von Begriffen anderer Sprachen, wie dem Englischen zum Beispiel, ständig Missverständnisse und somit eine Fehlkommunikation entsteht? Diese und andere Fragen wollen wir heute in einer internen Okidoc-Sendung besprechen. Ja, ich möchte auch meine Gäste oder Gesprächspartner besser gesagt vorstellen. Wir haben einmal den Roman Reuder von CryptoTV und unser Klaus von Okitalk ist auch dabei. Euch beiden erstmal ein herzliches Dankeschön, dass ihr beide mich so heute mit voller Tatendrang unterstützt. Entschuldigung. Und ich möchte auch gleich mal zur ersten Frage kommen, nämlich warum sieht die Welt von heute denn so dramatisch aus? Und ich würde diese Frage ganz zuerst mal an Klaus richten, da Klaus der Ideengeber für die Sendung heute war. Lieber Klaus, bitte. Warum die Welt so ausschaut, wie sie heute ausschaut, hast du das so gesagt? Ja, genau. Warum in Bezug auf die Sprache, dass die Sprache vielleicht ein wesentlicher Bestandteil der Dramatik sein könnte? Na, da bin ich mir sogar ziemlich sicher, denn ich bin ja ein Mensch, der sehr viel schon gereist ist und die Sprache schon unterschiedlich gedeutet wird. Alleine schon durch viele Slangs, Dialekte haben wir eine andere Hörweise, Wahrnehmungsweise. Jedoch hat man jetzt in meinem Sinne, ich als Deutscher, die deutsche Grundsprache. Und selbst das Deutsche hat sich enorm verändert. Ich bin Baujahr 66 und da gab es ja auch mal eine neue Rechtschreibreform. Und das sehe ich mehr als Verwirrung wie als Ordnung. Ja, jetzt kann wieder der eine sagen, ich bin ein alter Hase und verstehe die neue Rechtschreibreform nicht. Naja, ich finde, das ist deswegen schon verwirrend, weil man die alte Rechtschreibreform enorm hinterfragen konnte. Man musste ganz genau, wie, wo, was erstmal zu schreiben ist, wenn es um die Grammatik und der Trennung und so weiter ginge, hat man da eine gute Sichtweise gehabt. Ja, Sprache an die für sich selber, es gibt so viele Wörter, die wir nennen, der Versus, ne? Ich sage immer so, wir sagen einfach, wir brauchen eine Autoversicherung zum Beispiel. Ja, warum sagen wir nicht, wir brauchen eine Autosicherung oder eine Lebenssicherung? Das Versus, dieses Wort, ne, eine faire Sicherung, ist für uns ganz normal in uns. Jedoch, wenn man mal ein bisschen nachdenkt, brauchen wir eine Sicherung und nicht den Versus. Jetzt weiß kaum jemand, was das VER dann bedeutet. Ja, und da dürft ihr auch mal drüber nachdenken. Ja, die Welt, wie sie heute schaut, ist ein Spiegel von uns allem im Tun, im Machen. Das auf jeden Fall. Und die Kommunikation ist ja das Werkzeug zumindest im Außen, verstehen. Kommunikation kann ja nur dann funktionieren, wenn sie von A nach B geht und von B nach A geht, in einem Fluss ist. Jedoch sind Menschen, die fragen nicht hinterher nach, sind dominant,
Ja, und so kann man auch erkennen, dass die Sprache eines der essentiellen, wichtigsten Werkzeuge für uns Menschen ist, sie auch richtig erstmal zu deuten und zu verstehen. Wo fangen wir an? Bei uns in der Norm, in den Schulen, in den Kindergärten mittlerweile sogar schon, Kinderhorten und so weiter. Ja, und da beginnt das schon. Ja, die Verwirrung. Und nicht die Klarheit. Klarheit wäre, wenn man sich auf die Grunddinge erstmal einigt, was eine deutsche Sprache bedeutet. Jetzt nehme ich das Beispiel Deutsch, was Deutsch ist und warum man dann zum Beispiel Fremdsprachen mit ins Deutsche hereinnimmt, wie das Englische. Wir haben ziemlich viele Verwandtschaft, wie Haus ist Haus, ne, auch auf dem Englischen, da gibt es viele Beispiele. Und da denke ich, sollte man als Lehrer, als Pädagoge zumindest dann auch die Definition des Grunddings, wie Sprache auch richtig zu verstehen ist. Auch ich bin geprägt worden durch die Muttersprache und dementsprechend auch oft verwirrt auch. Jedoch ertappe ich mich, indem man sich was bewusst macht. Die Sprache ist ein Spiegel des Ergebnisses, was wir im Außen auch sehen. Denn Sprache bedeutet auch Handlungen, so sehe ich das, Handlungen, wie wir eine Welt erschaffen, zerstören oder auch lieben. Das muss man hier auch festhalten. Alexander, ich hoffe, das war so einigermaßen, ja, ausschweifig genug. Ja, ich muss dir da allerdings zustimmen, das ist mit Sicherheit so. Und wo du das Thema Schule angesprochen hast, ich habe das gestern erst wieder erlebt, als ich an der Kasse stand, wie eine Mutter mit ihrem Kind umgegangen ist. Und da fiel mir noch zu dem Thema ein, dass viele Eltern ihre Denk- und Verhaltensmuster ja an ihre Kinder weitergeben, die sie von ihren Eltern bekommen haben. Und da steckt natürlich auch eine Lieblosigkeit dahinter, die ja in den Kindern dann auch ja, verbleibt. Und die Kinder werden dann irgendwann erwachsen, nehmen das mit ins Erwachsenenalter und ja, werden dann sozialisiert noch durch die verschiedenen Stufen, machen ihre eigenen Erfahrungen und werden das alles gar nicht los. Aber ich möchte diese Frage nochmal an dich richten, lieber Roman. Was sind deine Gedanken zu dieser Frage, warum die Welt heute so dramatisch aussieht? Bist du auch der Meinung, dass die Sprache ein wesentlicher Bestandteil dessen ist? Ja, hallo Alexander, hallo Klaus, hallo liebe Zuhörer. Sehr spannende Frage. Wie der Klaus, ja, wie du richtig gesagt hast, Alexander, der Klaus ja angesprochen hat, das fängt schon mal in der Schule an. Hat der Klaus auch noch ganz ein tolles Wort genannt, weil es ja auch um Wörter heute geht, hat das Wort Muttersprache genannt. Da sieht man ja, das Wort sagt ja schon aus, dass es nicht eigentlich in der Schule beginnt, sondern die Prägung der Sprache, um sich gesellschaftlich zu verstehen und auskommen zu können, fängt in der Familie an. Muttersprache, das ist die, wir lernen unsere Sprache von unserer Mutter, weil der Vater, der ist in dieser Zeit arbeiten, die Mutter hat natürlich ihre Zeit, um sich da um das Neugeborene zu kümmern. Und dann geht es auch, wie der Klaus ja erwähnt hat, in der Schule ist los. Und wenn es dann in der Schule losgeht, dann kommen wir ins Vaterland. Also, da sieht man schon wieder, von der Muttersprache beginnt. Und die Muttersprache sollten wir im besten Fall lernen, um im Vaterland leben zu können, ja, und ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft sein zu können. Und da sollten auch die Schulen, wo es sicherlich sehr wichtig sind, natürlich ihren Teil dazu beitragen. Alexander, die Frage war ja eigentlich, warum sieht die Gesellschaft oder die Welt heute so aus? Und der Kontext war ja nicht gerade so gedacht, dass die Welt so ausschaut, dass man alles jeder frohlocken könnte, sondern das eher so im Gegenteil heute so ausschaut. Man könnte ja fast meinen, dass die Gesellschaft mit der Sprache verflucht wurde, ja. Denn die Sprache meiner Meinung nach, also wenn die Leute, was mich ja schon kennen, wissen ja, dass ich auch
nicht nur großer Exoteriker, sondern auch ein Esoteriker bin. Also ich habe schon die zwei Medaillen gut vereint, glaube ich. Ich laufe nicht nur mit der rosa Brille herum, wie es viele Esoteriker tun, sondern ich kenne auch diese exoterischen Grundsätze gut an. Und da ist mir bewusst, die Sprache ist das mächtigste, magischste Werkzeug, was man hat. Ohne diesen Werkzeug würde das Universum gar nicht existieren. Es steht schon in den ersten Schriften, am Anfang war das Wort. Andere Kulturen sagen auch, am Anfang war der Klang. Der Klang, ja. Und die Gesellschaft, meiner Meinung nach, schaut deswegen so, ich nenne es fast verflucht aus, weil wir gewisse Wörter wohlwollend, unbedacht benutzen. Zum Beispiel so ein Beispiel, was da jeder kennt, bitte fahre vorsichtig und gib Bescheid, ob du gut angekommen bist. Ja, das meinen wir immer im Sinne, wenn wir es aussprechen zu den anderen, wenn uns lang besucht hat und eine lange Heimreise hat, dass wir uns um ihn Sorgen machen. Ja, da steckt schon wieder das Wort, um ihm jemanden Sorgen machen. Ja? Das möchte ich dann später aufdröseln, indem ich vielleicht das so sage, wie hört sich das an, wenn man es vielleicht so formuliert? Ich bin mir bewusst und sicher, dass du ein sehr guter und erfahrener Autofahrer bist. Ich würde mich freuen, wenn du uns später mitteilst, was ihr alles Spannendes und Interessantes auf der Heimfahrt erlebt habt. Da kommt nichts darin vor, dass man gut ankommen muss, dass vielleicht etwas passieren könnte, ja, oder fahre vorsichtig, als wenn man in den Krieg ziehen müsste, ja. Also, oder ein anderes Beispiel, wenn die Mutter an so Vorsicht ermahnt, mit dem Fahrrad umzugehen, wenn man gerade außer Haus und aufs Fahrrad steigen will. Also ich kenne es echt aus meiner Kindheit, wenn sie sowas gesagt hat, da war die Chance immer eines Unfalls sehr groß. Ob das jetzt den energetischen Einflüssen bedingt ist oder nur weil ich nervös abgelenkt war wegen der Meinung meiner Mutter. Ach, das sei einfach mal dahingestellt, ja. Genauso wenn ich zum Beispiel sage, ich wünsche dir viel Glück und Erfolg, ja. Das ist so das Profanste, wo man sich am wenigsten denken würde, dass da schon ein kleiner Fluch dahinter steckt. Denn jemanden Glück, etwas überhaupt wünschen zu müssen, impliziert doch, dass er, derjenige, etwas nicht hat und das gut brauchen kann. Also, dass derjenige wenig Glück haben muss. Wär's doch nicht noch besser, wenn man eher sagt, alles, was wichtig ist, ist in dir und gegeben. Sprüche wie Hals- und Beinbruch oder wird schon schief gehen, ist das Allerschlimmste meiner Meinung nach. Wenn man das wohlwollend jemanden wünscht, ja. Ja, weil in Menschen, die sich so in meiner Welt da, wenn ich mal in der esoterischen Welt mich bewege, die sind sich bewusst, wenn man solche Wörter und generell ganze Sätze oft genug ausspricht, dann erschafft man etwas, nämlich sogenannte Elementale. Elementale, was manchen das nicht ein Begriff ist, es sind zur Person oder zu wesenhaft gewordene Lebewesen, die vorher nicht existiert haben. Man kann schon sagen, auch man hat, könnte jemand, wenn man einen wirklich schlimm verflucht, so wie man so in Horrorfilmen oft hört, ja, richtige kleine Dämonen aus dem Nichts erschaffen, die dann einen richtig quälen. Also wenn man zum Beispiel noch viel weniger kann man anhelfen, das komme ich eigentlich eh vielleicht dann auf die Frage zurück, was ihr davon haltet. Wenn man zum Beispiel, wenn jemand leidet, ja, da habe ich mir oft überlegt, hilfe ich ihm, wenn ich Mitleid habe oder Mitgefühl mit dem habe, der was gerade nicht schlecht geht und Hilfe braucht? Weil wenn ich jetzt mitleide mit dem, wird er sein Leid deswegen nicht weniger. Oder wenn ich jetzt mit ihm mitfühle, also sein Leid selbst fühle, ja, davor geht's ihm auch nicht besser. So ein Mensch, der braucht Verständnis und Hilfsbereitschaft. Also wenn ich dann selbst verbal ausspreche, du hast mein Verständnis, ja, und nicht, oh, du hast aber mein Mitleid, oh, du Mitgefühl hast, mein tiefstes Mitgefühl, ja. Bin ich da kleinlich, wenn ich das sage? Ja, man sollte schon genau überlegen, welches Wort man benutzt. Ich habe vor kurzem ein Video hochgeladen über die Elia Orli, die hat selbst gesagt, sie ist eine jüdische Mystikerin,
Ich habe gesagt, die deutsche Sprache ist die magischste Sprache, die es gibt. Wie steht's ihr da so? In dem Sinn, wenn man statt bemüht sagt, strebsam oder bestrebt oder ehrgeizig, das Wort geizig oder Leidenschaft, wieder das Wort Leiden drin ist, wo man eher sagen sollte, vielleicht zielstrebig, ambitioniert. Oder herrlich, die Herrschaften werden hochgehoben, dämlich, die Damen werden erniedrigt. Wie denkt sie da darüber? Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind ja diese Redewendungen, da gibt es ja noch viel mehr darüber. Natürlich kommt natürlich, man, da kommt man natürlich automatisch auch auf den Punkt Achtsamkeit in der Sprache, weil ja Worte Energie sind. Das Problem an der ganzen Sache ist ja eben nur, dass das in den Schulen ja eben nicht gelehrt wird, dass man auf seine Aussprache achtet, obwohl ja viele Lehrer auch immer wieder sagen, achte mal auf deine Sprache, aber das ist ja mehr so laxig dahingesprochen, als dass sie das viel mehr ernst meinen. Und dementsprechend ist es natürlich so, dass die Sprache natürlich auch, wenn man jetzt das Elternhaus nimmt, die Eltern haben das natürlich auch nicht mitbekommen. Und nicht zu vergessen die Medien, die natürlich auch ihren Teil dazu beitragen, dass die Sprache natürlich regelrecht verroht. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das natürlich auch so gewollt ist, ne? Denn die, weil die ja die Sprache ja die Kommunikations oder das Kommunikationsmittel Nummer eins ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob das so gewollt ist, weil wenn die Menschen sich einig wären, durch die Sprache vereint wären und dieses trennende Denken durch die Sprache eben nicht mehr wäre, dann würden sie sich ja gegen das System so auflehnen und dementsprechend würde natürlich, die Macher des Systems, wie ich immer so gerne sage, die würden dann arg in Bedrängnis kommen. Und Politiker tun natürlich dabei ihr Übriges. Klaus, was sagst du dazu? Was soll ich dazu sagen? Ich kann dich da ganz dick unterstreichen, da ist schon was dran. Ich empfinde, dass wir Menschen, wie gesagt, erstmal wirklich die Definitionen wieder mal im Vordergrund stellen. Ne? Leiden ist ein Wort, was nicht gut ist. Das leidet, ne? Anstatt Mitgefühl zu haben, da dürfte man die Sprache, ich habe sie auf jeden Fall nicht so in den Schulen gelernt, so wie jetzt der Roman gesagt hat, Sprache und die Bedeutung sollten wir wirklich auch dementsprechend mal definieren, unter den Pädagogen dann auch, und das sollte mal viel behutsamer angegangen werden. Ich habe gesehen, die Marion ist auch bei uns, und ich sehe im Wartraum ist der Jenne. Kurz für dich zur Info, Alexander. Ja, okay. Dann möchte ich schon mal die Marion begrüßen. Marion, bist du da? Ja, klar. Ich wollte, hallo Alexander, ich bin irgendwie gerade plötzlich fast so nervös gewesen wie du wegen der ersten Sendung. Hatte plötzlich eine leere Birne. Liegt aber wohl dran, dass ich gerade erstmal die erste Mahlzeit zu mir genommen habe. Ich hatte mir eine Notiz gemacht zum Roman, seiner Frage, wie er das sieht oder wie wir das sehen mit dieser Jüdin, wo du gesagt hast, deutsche Sprache wäre eine magische Sprache. Und da ist mir dazu eingefallen, dass ich kürzlich so eine in Altdeutsch geschriebene Ausgabe von Josef von Eichendorff günstig erstanden habe. Und ich habe das in einem Rutsch durchgelesen. Das hatte ich mal früher schon gelesen, aus dem Leben eines Taugenichts, ja. Und das ist auch auf Deutsch. Aber ich sag dir, bei der Sprache, da kriegst du ganz andere Gefühle. Und das ist irre. Und das war ja auch, sag ich mal, vielleicht vor, keine Ahnung, 150 Jahren oder 100, ich weiß es nicht. Und natürlich kann man mit der Sprache ganz viel anrichten oder ausrichten. Und das ist denen, die die Schulen, sage ich jetzt mal, anleiten, natürlich bewusst, ja, weil da werden ja die Kinder geformt. Und das steckt ja schon Programm dahinter. Und
Sprache ist ja auch, wenn ich an die Sendung vom Andreas Körber denke, der diese Webseite hat, Wort, Kraft, Schwingung. Das sagt ja eigentlich schon alles, ne? Also Worte sind Schwingung und du fühlst ja, also du fühlst dich ja auch nicht gut, wenn du Worte in den Mund nimmst, die halt unschön sind zum Beispiel, ne? Wie zum Beispiel, kürzlich habe ich mitbekommen, wie meine Mama die Kinder meines Bruders angeleitet hat. Und ich habe so oft das Wort du musst gehört, dass mir fast schlecht geworden ist, ja. Also sie meint es natürlich gut und versucht die schon auch einzunorden, ja, damit sie mal später auch irgendwie was werden in der Gesellschaft. Aber es ist horrormäßig. Ganz schlimm. Und ich habe vor vielleicht 2 oder 3 Jahren, als ich da damals mal auf YouTube so ein Video entdeckt habe mit dem OPPT, wir sind frei, ich habe da mal reingehört und dachte, oh, was ist das denn? Und habe mich da mit der Thematik ein bisschen beschäftigt und habe das auch mit einem jungen Bekannten geteilt. Der hat ja gleich recherchiert, gemacht, getan. Und hat dann dieses Körbers Wörterbuch, heißt es, glaube ich. Also von Körber irgendwie. So ein dicker, grauer, fetter Wälzer. Den hat er sich geholt. Und da sind die Worte definiert. Auch zum Beispiel das Wort Mensch. Ja? Ich weiß jetzt nicht mehr, was da genau drin steht, aber es war nichts Nettes irgendwie. Also. Und auch so Sachen wie, ich bin wohnhaft. Ja, ich bin hier verhaftet. Ich bin hier wohnhaft. Oder der Führerschein. Man, diese Dinge habe ich immer so gesagt und habe mir da gar nichts bei gedacht, wenn ich ehrlich bin. Aber wir werden benutzt. Und ja, wir benutzen dann die Sprache, weil der andere das so erzählt. Und so geht es halt alles weiter und irgendwie abwärts. Ja? Also es liegt wirklich an uns, halt zu sagen, okay, ich mache mir mal Gedanken. Und was sage ich und wie sage ich es und wie fühle ich mich damit? Mir war immer wichtig, dass ich mich gut fühle, egal was ist. Und wenn mir das gelingt, dann ja, sage ich mal, es geht. Und wenn jeder daran arbeitet, dass es ihm selber einfach gut geht, dass er glücklich ist, dass er gute Emotionen hat, dann wählt er auch automatisch angenehme Worte. Und dann kann man die Welt so langsam in Ordnung bringen. Das war so mein Beitrag. Dankeschön. Ja, danke dir, Marion. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass dieses Thema, da habe ich mich noch gar nicht so mit beschäftigt, aber mir kam gerade noch der Gedanke, dass vielleicht auch das durch die Situationen, die die Menschen momentan in ihrem täglichen Leben so erfahren, dass dadurch natürlich auch viel Wut und viel Frustration sich aufgestaut hat, natürlich auch über die vielen Jahrhunderte hinweg, keine Frage. Da ist es natürlich, da ist es natürlich so, dass denn die Sprache natürlich auch regelrecht ausartet. Und lieber Roman, ich wollte dich fragen, könntest du noch mal so aus deiner Perspektive noch mal so aus der exoterischen, respektive esoterischen Ebene da nochmal drauf eingehen, wie denn so die Sprache insbesondere zur Manipulation der Menschen so benutzt wurde? Ja, also die Monika hat sie eh schon auch sehr gut mit Beispielen angegeben, mit Scheinen, Führerschein, da kann ja noch ein Geldschein noch dazu erwähnen, alles ist nur zum Schein. Und auch die Frage vorher noch, ja, ob da auch jemand dahinter ist, dass die Sprache sich so verändert, wie in der Schule, kann ich das ja nur beistimmen. Da war es ja total uncool, nicht cool zu sagen, ja. Also zum Beispiel ich selbst habe auch viele Wörter noch in mir drinnen, die ich einfach nicht loswerde. Und das ist das Wort cool eben, ja. Geil habe ich schon lange wegbekommen. Aber mich wundert es eben fast nicht, wenn jemand solche Wörter benutzt, weil wir in der Schule als Kind indoktriniert worden sind, dass gewisse Wörter, sagen wir es mal so profan, schwul klingen, schwul sind. Wie, man kann doch nicht einfach wunderbar sagen oder wundervoll. Na, wie schwul klingt das? Wenn das Kindern oft genug gesagt wird, ja, kann man sich ausmalen, dass es das am nächsten Tag funktioniert, dass sie dann lieber Irre oder Wahnsinn sagen, wenn sie sich freuen, ja? Also wenn man sich freut, dann sagt Wahnsinn, was eigentlich komplett das gegenteilige Wortbedeutung hat, das Wort Wahnsinn im Gegensatz zu wunderbar.
Anglizismen hat der Klaus heute angedeutet, wie er aus schön nice wurde, ja. Es gibt gewisse Wörter, wo Anglizismen sicher auch angebracht sind, meiner Meinung nach. Wenn man sagt, ja, ich habe hier jetzt einen Link für dich, um da zu dieser Seite zu kommen, ja, weil das Internet schon etwas mit Weltkommunikation ja zu tun hat. Meiner Meinung nach sollte man einfach eine Weltsprache auserkören, die was komplett unabhängig ist, also wie Esperanto oder sowas, so dass man von Anfang an seine Muttersprache und diese Weltsprache lernt, ja, so dass man sie gegenseitig wirklich weltstaatlich verständigen kann. Aber ich halte da nichts, dass man sagt, jetzt soll Deutsch diese Weltsprache sein oder Englisch. Da sollte man sich echt fair auf eine Sprache einigen, die sonst keiner spricht, was auch nicht schwer ist. Geben wir einfach mal vielleicht ein paar Beispiele wieder. Mich würde interessieren, ob ihr da auch, weil ich bin da echt interessiert, ich bin zwar kein Germanist, habe ich nicht studiert, ich mache das einfach so als Hobby. Da hat man zum Beispiel, wie die Monika das Wort mit Schein gesagt hat. Wir benutzen unbedacht viele Wörter. Der Klaus hat in der vorigen Sendung mit dem Raphael ja das Wort privat so erklärt, dass es, was hast du gesagt, Klaus? Privat bedeutet so viel wie verkauft. Aber in Wirklichkeit hat das Wort eine noch viel schlimmere Bedeutung. Das Wort heißt ja berauben, bestehlen. Man kann bei dem Wort privat auch nicht schönreden, dass man sagt, ja, man könnte es ja anders da meinen. Denn das lateinische Wort privat, ich mache mal kurz ein Wort kurz auf, dass ich das vielleicht mal kurz vorlese, Moment. Also das Wort privat, da gibt's keine eigene andere Deutung, wie privat RCS beraubt bedeutet oder privo, ich beraube, privas, du beraubst, privamus, wir berauben, privatis, ihr beraubt. Da gibt's noch zwei Dutzend andere Wörter, die immer noch aufs Berauben hinauslaufen, ja. Genauso wie man nachher auch nicht sagen kann, das Wort Servus, ja. Kann man auch nicht schönreden, sagen, ich bin dir zu Diensten. Denn ursprünglich hat es einfach nur eine Bedeutung gehabt. Servus bedeutete, ich bin dein Sklave. Es ist auch eindeutig Latein nur auf das hinaus, weil es gab drei Grußformeln. Ave, sagte man zum Kaiser. Dann Salve, Gesundheit wünsche ich dir, sagten die ganzen Bürger unter sich. Und nur die, dass man die Sklaven erkennen konnte, die mussten auch gut gekleidet sein, mussten sie sagen, ich bin dein Sklave, Servus. So wussten die dann, auf den kann ich draufhauen. Oder genau das Wort Person, ja. Monika hat auch schon gesagt, das Wort Mensch in der Übersetzung hat eine schlimme Bedeutung gehabt. Person bedeutet ja im Grunde auch nichts anderes als Mensch. Das habe ich mir auch wo aufgeschrieben, Moment. Genau da. Mensch kommt aus dem lateinischen Persona, das heißt Maske des Schauspielers, die Bühnenrolle. Also in dem Sinne heißt Mensch sein, nicht sich selbst sein, nicht sein eigenes Wesen präsentieren, sondern eine Bühnenrolle zu praktizieren, damit man in der Gesellschaft aufgenommen wird. Und dann Persönlichkeit von Personare. Das bedeutet, kommt aus Sonare, Tönen, und Sonus, Tonschall. Und Per kommt eben durch das Tönen. Das heißt eben, der Schall durch die Maske. Also ich kann nicht sprechen, wie mir der Mund steht. Ich muss mich anpassend unterhalten. Müsste man auch sagen, jetzt, was nimmt man dann für ein Wort her statt Person, ja? Weil Person ja auch ein Synonym für Personal sein ist. Ich bin wo angestellt, ja? Jetzt bin ich auch wiederum kein freies, individuelles Wesen, ja? Ein geistlich-sittliches Wesen, würde der Joe Kreisel jetzt sagen, wäre vielleicht ein passendes Wort. Oder? Meiner Meinung nach das allerschlimmste Wort Arbeit. Es ist ein altgermanisches Wort. Da muss ich auch mal kurz nochmal runter. Genau, altgermanisches Wort von Arbeit. Und das hat auch nur eine einzige Bedeutungsweisen. Zum Beispiel Mühe, Mühsal, Beschwernis bei der Arbeit.
oder auch Drangsal, Hemmung, Bedrängnis, verwaist sein, also keine Eltern mehr haben. Bei der bezogen zur Arbeit auch Plage, Qual, Leid, Anstrengung, Unglück. Das heißt Arbeit. In der Steiermark sagen die Menschen, ich gehe nicht arbeiten, sondern die sagen, ich gehe schöpfen. Ich erschaffe was. Schöpfen, ja. Das sind zum Beispiel Exekution, ja. Wenn der Exekutor kommt und dir deine Sachen wegnimmt. Die erste Bedeutung war das einfach eine standrechtliche Exekution von Verurteilten vornehmen, ja. Das war ein Todesurteilsvollstreckung. Oder Partei heißt Trennen von Partie. Wo hat der Klaus und Raphael so schon unterhalten haben bei der vorigen Sendung, dass es immer Konkurrenz ist, weil sie geteilt sind, nie in Kooperation die Farben zu einer Regenbogenfarbe vereinen, einfach in der Politik. Ja, auch in kirchlichen Dingen, die Evangelien, ja, das ist die Kunde von erfolgreichen Sieg aus den Kriegen aus fernen Ländern. Das ist das altgriechische Wortbedeutung von Evangelien. Ich glaube, der Jesus wird sich in Grab umdrehen, wenn irgendwer in seinem Sinne Evangelien verbreitet. Er hat nie irgendwas von Kriegen und so haben wollen in dem Sinne. Ja, das ist vielleicht so mit Beispielen, was vielleicht noch an mich gerichtet hast, Alexander, mit was man so noch Sachen hernimmt, ja. Ich würde zum Beispiel auch niemals von Skype weggehen und auf Discord gehen, weil Discord heißt auf Deutsch Zwietracht, ja. Ich möchte nicht mit wem unterhalten auf einer Plattform, die Zwietracht, Unverständnis, die Wörter hat. Man übertreibe ich da irgendwo? Oder sollte man doch nur irgendwie schauen, dass man schon auch auf eine Weltsprache vielleicht hin, wirkt und aber trotzdem auf seine eigene Muttersprache doch pflegt. Ja, also das war schon mal sehr interessant, das mit dem Privat, dass das von Privare kommt, also berauben bedeutet, das wusste ich denn auch, habe ich von dem Andreas Popp mal gehört, das ist sehr faszinierend, wie ja, welche Bedeutungen diese ganzen Begriffe haben. Und ja, da ist natürlich die Frage mit der Weltsprache, das ginge ja eigentlich nur, wenn man das in der Schule auch lehrt, ich weiß jetzt nicht genau, wie man das jetzt so hinkriegen könnte, aber das Einzige, was mir einfällt, ist, dass man das über die Schule vermittelt. Aber letztendlich ist es ja so, dass die Sprache ja, es werden ja, ja, die Jugend, die, ja, denken sich viele Begriffe aus und so weiter. Und das ist schon, aber es ist eine faszinierende Angelegenheit. Ja, der Germane und der Jene sind auch dabei. Ich möchte erstmal das Wort an den Germane richten und danach an den Jene. Ja, hallo zusammen. Also über die Sprache, darüber mache ich mir auch schon längere Zeit Gedanken. Es ist ja so, dass die Sprache ja absichtlich verwirrt wird. Dafür gibt es ja diese Frankfurter Schule, wo mehr oder weniger im Verborgenen da ihre Fäden spinnt. Und die Sache mit Person und Mensch, also da ich mich ja schon auch im rechtlichen Rahmen mal bewegt habe, ist es schon so, dass ich über die Begrifflichkeiten Bescheid weiß. Und dieses ganze Rechtssystem, auf das ja die Sprache übernimmt, fußt ja auf diesem alten römischen Recht. Und da ist natürlich schon klar, dass Person und Mensch nicht das Gleiche sein können. Also auch im Gesetz nicht. Das ist definitiv unterschiedlich, auch so benannt. Man braucht da jetzt nur, wenn ich jetzt da ein bisschen einsteige, in dieses EG-BGB, also dieses Einführungsgesetz zum BGB, reinschauen. Da steht schon gleich am Anfang drin, dass es da einen eklatanten Unterschied gibt. Und ich achte da auch immer drauf, also wenn zu mir jemand sagt, wo sind Sie wohnhaftig, dann sage ich, ich bin nicht wohnhaftig, ich bin da freiwillig. Und ich versuche da immer drauf zu achten. Den Begriff Person mag ich überhaupt nicht, seit ich weiß, was er bedeutet, sondern ich sage dann eher,
Wenn ich es ein bisschen abfälliger meine, dann sage ich Leute. Und wenn ich es ein bisschen höher meine, dass ich sage, okay, der ist auf gleicher Höhe, dann ist es für mich ein Mensch. Allerdings bin ich mir über die Definition des Menschen nicht ganz im Klaren. Da habe ich auch noch nichts drüber gelesen. Ganz kurz, das kam ja von mir. Ich habe das verwechselt. Es ging um die Person, nicht um den Mensch. Ja, Jenne, bist Es du wird, da? Entschuldigung, wenn ich mal reingrätschen darf, nur ganz kurz, das Wort Person wird im Griechischen aber schon auch mit Mensch gleichgesetzt. Also geistig-sittliches Wesen, ein Erdenwesen wäre für meiner Meinung nach so ein passender Begriff. Erdling natürlich sogar, obwohl das komisch klingt, Erdling, aber das ist die passende Ausdrucksweise für uns alle. Und wenn wir am Ende von woanders herkommen, wäre das ja eine glatte Lüge. Naja, jetzt dabei sind wir trotzdem hier, also Erdlinge. Von woanders herkommen, sind wir alle mal. Also, wir sind Milliarden von Jahren alt. Aber jetzt spielen wir die Rolle der Erdlinge. Naja, wenn man gewissen Leuten glauben kann, dann kommt das Leben ohnehin nicht von der Erde. Das nun mal so ganz nebenbei. Jenne, bist du da? Ja, hallo. Ja, dein Mikrofon. Ja, ich wollte vorhin da nochmal drauf einsteigen, also das mit der magischen Sprache und die Dichter- und Denkersprache. Und wenn man das dann ableitet und sich die anderen Länder anguckt, ob das jetzt die Türkei ist oder in Amerika ist, und wenn man sich die Sprache anguckt, wie die reden, wir haben ja viele Worte und Bedeutungen quasi schon für ein Wort. Und wenn man sich anguckt, wie die anderen alle reden, die haben ja, also die reden ja eine ganz andere Satzfolge. Also ich gehe eine Treppe runter, ich gehe durch Tür. Und das ist mir aufgefallen, dass das in den ganzen Ländern die gleiche Anreihung von Worten ist. Und ja, und alleine, dass man so schon redet, auch schon so denkt, ist der Unterschied sehr groß zwischen der deutschen Sprache und den anderen Ländern. Und ja, das war mir gerade so eine Anregung vorhin, wo der Roman gefragt hatte, weil er ja die magische Sprache angesprochen hatte. Und wenn man das dann weiterguckt, also amerikanisches Englisch, und wenn die dann über Englisch, über die Engländer reden, dann sagen die ja schon immer, oh, was reden die ja geschwollen, ja? Und da ist schon mal dieser Unterschied, der schon sehr auffällt. Und das wollte ich nur mal anregen. Ja, das ist wohl wahr, ja. Ja, die Sprache, das ist natürlich eine ganz eigene Sache. Und gerade dann, wenn man so ja, in die sogenannten sozial schwachen Bereiche guckt, da fällt einem ja automatisch der Begriff Gossensprache ein. Und heutzutage ist auch der Begriff Hartz-IV-Sprache, habe ich schon gehört, geprägt worden. Und so werden natürlich auch verschiedene Gesellschafts, wie sagt man, Bereiche, Gesellschafts, ja, so eben, oder gesellschaftsschwache Leute oder so, ich habe jetzt den Begriff vergessen, werden natürlich dadurch auch ja, diskriminiert dadurch. Und dementsprechend, ja, muss man sich auch nicht wundern, dass die Sprache dann auch irgendwo, wenn man bedenkt, dass die Medien, was ich vorhin sagte, auch ihren Teil dazu beitragen, dass, wenn man jetzt diese ganzen, ja, gibt auch diese Sendung, wie hieß sie, Hartz IV TV und so weiter. Also, da ist natürlich eine Menge im Argen bei der ganzen Sache, bei den ganzen Begriffen. Das wusste ich jetzt auch nicht alle. Ein paar kannte ich davon. Und, ja. Mir fällt da gerade noch ein, dass ich die, also ich habe mir die Frage hier aufgeschrieben, ob es sein kann, dass unsere verbale Ausdrucksform sich verändert hat und die Menschen sich dadurch eben, dass das eben der Grund da ist, dass die Menschen sich untereinander eben nicht verstehen, weil ja, wie du gerade sagst, Germane, manche sprechen eben so hochtrabend und so Doktoren und so weiter, und manche eben ja sind eher einfach gestrickt in ihrer Sprache. Das hängt natürlich auch irgendwo von der Schulbildung ab, oder von, besser gesagt, von der Bildung an sich, ne? Klaus, möchtest du noch dazu was sagen?
Nein, aber ich sehe, dass der Joe Kreisel gerade auf dem Surfer gekommen ist. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wo er ist. Da ist er gerade reingekommen. Holen wir ihn doch mal direkt in den Raum rein, oder? Und hallihallo, lieber Joe. Joe Kreisel heute auf OKTALK in Alexanders Sendung. Hallihallo, hört man mich? Ja, wunderbar. Ja, super, grüß euch, hallo Welt. Hey, grüß dich, Hallo. Joe. Hallo Joe. Moin, ich weiß jetzt nicht, inwieweit du die Sendung verfolgt hast, aber das Thema Sprache, die Verwirrung der Sprache, mir wurde schon gesagt, dass du, was die Sprache an sich angeht, sehr versiert bist. Darf ich an dich mal die Frage richten, die ich schon gestellt habe, ob die Sprache vielleicht ein wesentlicher Bestandteil dafür ist, dass die Welt momentan wirklich so dramatisch aussieht, wie sie heute ist? Kannst du dazu irgendwas sagen? Puh, das ist eine super Frage. Huhn oder Ei? Vielleicht sind die Sprachen deswegen entstanden, weil die Menschen so verwirrt sind. Oder die Menschen sind verwirrt, weil die Sprachen sie entwickelt haben. Wir können ja nur nehmen, was ist. Und in dem Zusammenhang haben wir diese Sprachen. Mein Zugang war zu ergründen, worin sich der einzelne Mensch dann letztendlich unterscheidet. Weil die Sprache ist es ja nur in zweiter Instanz. Zuerst einmal ist es die Identifikation des Menschen mit einem Klang. Und das ist entweder der Name, wo eigentlich die Menschen weltweit gleich verwirrt sind, ob das jetzt ein Michael, ein Thomas, ein Johannes, ein Alexander, ein Klaus ist, die heißen ja weltweit ähnlich. Und dann ist noch die Bezeichnung für sich selbst. Und das meine ich mit dem I. Also wie der Mensch zu ich sagt. Und darin beginnt die letztendliche Verwirrung, weil Sprachen in dem Sinn gibt es ja gar nicht. Es gibt nur Klänge, die der Mensch ausdrücken kann, zusammengefügt als Worte. Und die unterscheiden sich dann im Sinne von Sprachen. Ich glaube, es ist alles nur Silbe, nur Selbstlaut und Ausdruck vom Bewusstsein. Und da, wo er sich halt im großen Feld hinsetzt, mit I oder Je oder Io oder Ei oder Ja und so weiter, ne? Ja, das ist sehr interessant. Habe ich so jetzt noch nicht drüber nachgedacht, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber dass Worte natürlich Klang sind, oder man sagt ja auch, Worte sind Energie. Und mit diesen Worten werden ja Emotionen eben auch übermittelt. Und man sagt ja immer, dass zum Beispiel Wut oder Aggression sind natürlich tief schwingende Energien und oder Freude. Da gibt es Worte der Freude oder der Liebe, die sind natürlich hochschwingend, was natürlich in den Menschen dementsprechend auch etwas auslöst. Ja, darf ich in die Runde fragen, ob noch jemand dazu etwas sagen möchte? Ja, Maria. Ja. Hi, also erstmal wollte ich dem Roman sagen, das ist nicht Monika, da höre ich aber auch drauf, das ist Marion, macht nichts, fängt auch mit M an. Das andere ist, was ich vorhin noch sagen wollte, dass ich glaube, dass es daran liegt, wenn die Menschen sich gut fühlen, dann erzählen sie andere Dinge. Und ich glaube, die deutsche Sprache ist schon in gewisser Weise magisch, wenn wir jetzt mal von Sprache, von dem, was, wie wir es gebrauchen, ausgehen oder auch über die Jahrzehnte gebraucht haben. Deswegen den Vergleich mit dem Buch Josef von Eichendorff aus dem Leben eines Taugenichts. Das ist wirklich ein ganz schmales Büchlein, so schön geschrieben. Da also ich habe ganz automatisch ganz andere Gefühle bekommen, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, die Wirtschaftsnachrichten lese, die im selben Deutsch sind, sage ich mal, dieselben Silben, aber halt auch ein anderer Inhalt. Ich glaube, es sind die Gefühle. Und ich war ja am Wochenende auf dem Kongress mit Klaus da in Saarbrücken und da wurde uns ja auch ganz deutlich aufgezeigt, wie es darum geht, dass wir hier unserer Identität beraubt sind, werden. Und das geht ja so unmerklich. Den meisten, sage ich mal, ist es nicht so bewusst. Die reagieren nur darauf, fühlen sich dementsprechend und dann geben sie halt Laute von sich, die halt vielleicht nicht so fröhlich sind, ne? Wobei nebenbei bemerkt, Alexander, du vorhin auch gesagt hast, das werden wir schon hinkriegen. Wir sind nicht im Krieg. Also, oder doch,
Nur, weißt du, das sind so Sachen, die sind so in uns drin. Ich achte da extrem drauf. Und deswegen wollte ich es dir nur kurz sagen, hinkriegen. Also hinbekommen wäre vielleicht die Alternative. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Die Gefühle sind es, glaube ich, die wir selber haben und die können wir in uns erzeugen. Und dann, ja, wenn uns das wichtig ist, dann fühlen wir uns einfach jeden Tag saugut, egal was im Außen los ist. Und dann ändert sich das auch im Außen. Da hast du natürlich völlig recht, Marion, keine Frage. Und ich habe da jetzt kürzlich zum Thema Redewendungen habe ich auch noch was gehört. Zum Beispiel sich den Kopf zerbrechen ist natürlich im Sinne von sich Gedanken machen. Sagt man ja immer so flapsig, zerbrich dir nicht den Kopf über das wurde mir auch schon des Öfteren gesagt früher. Oder ich habe die Nase voll. Und da wundern sich dann die Leute, wenn sie Schnupfen kriegen oder so. Meiner persönlichen Meinung nach, und da würde ich das Wort mal gerne in die Runde geben, gleich, meiner persönlichen Meinung nach ist ist die, ja, wie soll man sagen, die nicht schlimm, aber die am heftigsten zwei Wörter, die wir haben, ist ich muss. Ne? Es heißt ja immer, ich muss dies oder ich muss noch jenes und man setzt sich dadurch natürlich auch selbst unter Druck. Und wundert sich denn, dass man dann irgendwie Burnout kriegt, wenn es dann irgendwann so weit kommt? Da würde ich mal ganz gerne in die Runde fragen, was denkt ihr über die Begriffe ich muss? Gibt es da jemand, der was sagen möchte? Okay, fange ich an. Also das beste Beispiel, wenn man was muss, ist das Wort ich muss arbeiten. Ja? Ich habe ja vorher eh schon gesagt, was so das Wort Arbeit ja bedeutet. Und wenn man sowas macht, wenn jemand einer Berufung folgen darf, ja, dann sagt er, ich habe eine Berufung, ich gehe meiner Berufung nach. Und da wird man nie so ihm hören, ja, ich muss meiner Berufung folgen, ja. Höchstens, ja, Ausnahmefällen bestätigen die Regel. Aber dennoch, ja, diese Wörter, wie du sagst, Alexander, drücken genau das schon wieder unterschwellig aus, wie der andere sich eigentlich gerade fühlt, wenn er das ausspricht, ja. Wie, ist er jetzt glücklich dabei oder ist er nicht glücklich? Die Sprache trennt uns zu unserer berufenen Sein in dem Sinn in unserer Gesellschaft heute. Gesellschaft, genau, das Wort Gesellschaft. Es gibt da Gesellschaftsformen, die alte, die junge Gesellschaftsform. Die war früher auch vereint sprachlich, im einen Haus. Da haben die Alten auf die Jungen aufpasst, da weil die Eltern am Werken waren, ja, beim Schöpfen waren. Und heute gibt's sowas nimmer. Heute Alexander hat es auch schon mit Hartz-IV-Slang angedeutet. Das ist so ein Slang, der was die Generationen trennt, ja. Die alte Generation versteht die junge Generation immer, was das bedeutet, wenn sie aber sagen, ey Digga, bitte geil, ey du. Ja, das, dann beschäftigt man sie lieber, bevor man lieber nachfragt und sie seine eigene Gesellschaft umkrempeln lassen möchte, als alte Gesellschaft möchte man lieber nicht in Konflikt kommen mit den Jungen und ja, und so trennt sich die Schere zwischen der Generation durch die Sprache immer mehr. Wie gesagt, ein paar Anglizismen sind sicher angebracht, so in Internet-Jargon und so weiter und so fort. Auch wenn man vielleicht im Medizinischen jetzt auch das Lateinische benutzen will, mag, wie das Griechische auch, ja. Wenn sich die Ärzte dadurch leichter dann beim Ausdrücken, aber nicht die Volksnähe halt dabei verlieren sollten, wenn es dann an normalen Menschen das erklären müssen, was sie jetzt gerade mit Abdomen in so im Verlauf meinen, ja. Ob das jetzt der Bauch ist oder Abdomen ist, ist ja dann den Patienten eh wurscht. Na, du hast da auch gesprochen, Klaus, was man in der Schule machen könnte. Der KenFM hat da einmal eine Sendung gehabt, die wie erkrankt ist unsere Gesellschaft. Da sind sie alle auf einen Nenner kommen. Wir brauchen ein Schulfach Empathie. Wenn ich den anderen verstehen lerne, wie er sich fühlt, dann achtet er auch mehr darauf, was er sagt. Weil wenn er dann das Fühlen wirklich muss oder zumindest verstehen lernen muss, was der andere gerade fühlt, versucht bei dem eher positiv zu halten, sein Gegenüber. Ich würde sagen, wir sollten vielleicht ein Empathiefach einführen. Verwirrende Sprache setzt, glaube ich, an, wie können wir in der Schule,
uns bilden, positiv bilden und nicht missbildet werden, wie es der Gordon Norfeld uns schon oft aufgezeigt hat. Ja, oder? Ja, kann man so sehen. Da würde ich auch gerne den Joe mal zuhören. Und ja, Marion hat auch geflackert. Ja, ich wollte dazu kurz einwerfen, dass der Roman am Schluss gesagt hat, er muss es lernen. Muss. Das war die Ausgangsfrage. Und ich denke, dass man es ein bisschen entschlimmen, das Ganze. Weil ich als Musiker zum Beispiel, das Muse-Prinzip, die Muse, ich muss, das hört sich für mich noch einen inneren Drang an. So wie ich sage, ich muss aufs Häusl. Ich muss mal. Da sage ich, ja, ich muss. Weil es ein innerer Drang ist. Die Menschen müssen von außen, weil sie sich unterworfen haben geistig. Es ist immer ein innerer Drang. Und dieser innere Drang ist eben entweder aus der eigenen Berufung heraus, der sagt dann, ich muss der Berufung folgen, ich kann nicht anders, ich kann es nicht nicht tun. Und die anderen kriegen halt von außen diesen Druck, Termine, Aufgaben, Deadlines, wo dann das Müssen entsteht. Aber das ist ein innerer Drang. Wenn der innere Drang groß ist, dann heißt es, ich muss. Und dann hat mich die Muse geküsst, sozusagen. Dann bin ich inspiriert durch es, das entweder aus mir selbst kommt oder von außen. Da sollte man hinschauen. Ja, also da fällt mir noch ein zu dem, was du gerade sagst. Erstens mal Achtsamkeit und vor allen Dingen, wenn es um Muße geht, statt muss, dass man, wenn es denn um Muße geht, hat ja auch mit Entschleunigung zu tun, dass man sein eigenes Leben mal entschleunigt. Und und da fiel mir in dem Zusammenhang noch der Begriff ein Brauchen, weil Brauchen bedeutet ja Mangel. Ja, also den Begriff habe ich mal gehört, Neil Donald Walsh hat das mal so schön erklärt. Das Brauchen heißt Mangeldenken. Und Mangel ist ja in dem Fall ein Mangel, ein scheinbarer Mangel an Zeit, weil die Menschen ja glauben, dass sie es müssen. Und dementsprechend ist natürlich dadurch, dass die Menschen eben glauben, dass sie das müssen, ist natürlich die Verwirrung natürlich klar. Ich habe da fällt mir gerade ein, ich habe ein Erlebnis gehabt. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, weiß ich jetzt nicht genau. Da war ich bei Aldi und hatte da die beiden Damen, die da am Einpacken waren, habe ich da, also nicht absichtlich, aber ich habe das Gespräch mitgehört. Und dann die eine hat dann erzählt, oh, ich habe bald ab Samstag habe ich Urlaub und endlich. Und so ging das Gespräch zwischen den beiden. Und da habe ich dann einfach mal gesagt, ich habe mich in das Gespräch eingeschaltet und habe dann gefragt, wie sie über das Thema Lebensqualität denn überhaupt denken, weil etwas zu müssen hat doch, dadurch verhindert man auch selber, dass man zu Lebensqualität kommt oder dass man überhaupt in die Situation kommt, dass man sich das Thema Lebensqualität, was das für einen selbst bedeutet, überhaupt, dass man dahin kommt, das für sich zu definieren. Ja, aber ich muss doch und geht ja nicht anders und so weiter. Also die Menschen sind gar nicht, ist mir aufgefallen, sind gar nicht in der Lage, oder sie sind in ihrem Denken, sie haben das Tunneldenken und sind eigentlich gar nicht in der Lage, für sich die Zeit zu nehmen, das zu definieren. Und das ist, denke ich, auch ein großes Problem. Problem ist ja auch immer so ein Begriff. Meistens heißt es ja schon schön, ist es eine Herausforderung. Aber ich denke, dass es eben das hängt dann eben mit der Verwirrung der Sprache zusammen. Klaus, was hältst du von der Musikpause? Ja, das ist deine Sendung. Du darfst ja aus. Und ich habe noch mal den Joe Kreisel hier heute Abend da. Wir könnten auch ein Lied vom Joe Kreisel spielen. Den habe ich nur noch da zusätzlich dazu getan. Und du darfst bestimmen, deine Musik. Du hast mir ja drei Lieder geschickt. Einmal von der Shanta Twain, Seum und die Weckerswelt, Konstantin Wecker. Du darfst entscheiden. Ja, dann würde ich sagen, dann nehmen wir das Lied vom Joe. We'll jump to freedom.
Frage ans Bewusstsein. Stell dir vor, es ist wahr und die Gaudi ist erledigt. Alle sind über Nacht zack, ein wenig gescheiter geworden. Sie haben so lang die Umwelt, die Natur und alles beschädigt. Dann haben sie gesagt, miteinander fangen wir einfach an von vorn. Was war dann? Was war dann? Die ganze Welt ist am Grinsen den ganzen langen Tag. Ja, die Menschen haben's irgendwie kapiert, weil sie glauben nimmer an Zinsen oder an EU-Vertrag und haben gemeinsam Fukushima repariert. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity, so wie das gehört. Ja, ja. Und die Welt als eine große Community, ich glaub, sie wäre voll lauter frei. Und stell dir vor, es ist wahr, die Politiker erinnern sie, warum das es gibt auf der Welt. Und stell dir vor, es ist wahr, wir sind nimmer in die Hände von die Banken mit ihren Schwindelgeld. Ja, was war dann? Was war dann? Und stell dir vor, sie vergiften unser Essen und das Wasser nimmer und die Energie ist endlich frei. Und das System mit den Personen haben wir lang schon immer nah, weil das der Grund war für die ganze Sklaverei. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity. Spürst wie die Schwinger, oh yeah. Und die Welt als eine große Community, die singen. Hey, hey, welcome to freedom. Die ganzen Differenzen auf der Welt sind auf einmal nicht mehr da. Und alle sagen kollektiv, na gut, verzichten wir halt auf Grenzen. Und wisst was, jetzt bauen wir es einfach alle an. Ja, was war dann? Was war dann? Ah! Ja, dann war Peace and Love and Unity, so wie das gehört. Hurra! Und die Welt als eine riesen Community, die Blära. Hey, hey, welcome to Ja, liebe Zuhörer, ihr dürft auch anrufen heute Abend. Ich gebe mal kurz die Telefonnummer bekannt. Das Festnetztelefon mit der Landesvorwahl 0043 für Österreich 720518819 und die 7 findet ihr auch auf der okitalk.com Seite und der Chat ist auch geöffnet. So, und ich gebe das Mikrofon dem Alexander. Ja, zu dem Thema Sprache habe ich meine Notizen gerade nochmal durchgeguckt und ich habe jetzt leider den Namen von der Frau vergessen, die da interviewt wurde auf der Neue Horizonte TV. Für den Fall, dass es jemand interessiert, kann ich das empfehlen. Da gibt's wurde das in Interview die Kraft der Sprache hieß die Sendung, kann ich sehr empfehlen. Und jetzt muss ich mal kurz gucken, meine Notizen, genau. Da spricht sie unter anderem auch davon, dass die Grammatik entspricht dem Bauplan unseres Lebens. Und das fand ich eine sehr interessante Sache, gerade weil die Kinder ja in der Schule oder auch später dann, ne, haben die, die Sprache hat sich dadurch natürlich
hat sich, die Kinder haben gar keine Zeit mehr, sich damit zu beschäftigen. Und das soziale Umfeld ist auch nicht gerade besser dadurch. Ja, ich möchte nochmal das Wort in die Runde geben. Und ja, bitte. Ja, mir ist das Lied Welcome to Freedom nochmal hochgekommen. Ne? Da ist so viel Bewusstsein drin, dass man eigentlich da, nicht das eigentlich darf man weglassen, dass man erkennt auch da, dass wir eine große Community sind auf dieser Erde. Eine Welt, ein Zuhause, alles Tiere, alles Menschen, alles Natur, sage ich ja auch sehr gerne. Und wenn ich jetzt das Thema der Verwirrung der Sprache wieder das Thema sehe, ja, was wird uns denn bewusst? Wir wollen hier bewusst werden und vor allem, was die Sprache letztendlich bedeutet, die Muttersprache, dann ins Vaterland gehen, hat heute, glaube ich, dann, wenn wir in den Schulen gehen, der Roman gesagt, die Muttersprache ist die Muttersprache, der Mund wächst, wie er wachsen soll, ne, da, wo wir geprägt werden. Ja, gut, wo dürfen wir uns verständigen? Eine große Weltcommunity, eine große Weltsprache ist sicherlich gut, jedoch auch die Kulturen der Muttersprache und das ganze Weißenhafte auch zu pflegen. Sprache ist nicht Sprache. Und das haben wir auch in unserer deutschen Sprache, die Verwirrung, wo jedoch die Dichter und Denker hier auch heute Abend genannt worden schon sind. Es gibt einen Ursprung von gewissen Dingen, die man gar nicht wegdenken kann. Wir haben heute viele Beispiele genommen, wie privat ist Raub auch. Ne, das darf man sagen, Maske, die Persona. Ja, und wenn man immer in einer Sendung reinhört und man macht sich das bewusst, dann sehe ich auch immer wieder, dass wir auch unsere Dinge immer wieder geprägt sagen. Und da dürften wir dran erkennen und dass wir doch vielleicht, wenn wir schon Studium haben, wo man wirklich studieren führen darf, ein Grundding der Information, die ein Wort auch beinhaltet, auch aufrecht erhält. So denke ich ein wenig dazu. Das Wort gehört euch. Danke. Herr Klaus, du hast zuerst, dass wir vielleicht bei dem Wort müssen, ja, das wieder zu einer Muße bekommen, also ein S wegbringen. Du hast zuerst gesagt, ihr dürft anrufen, wenn Sie mitsprechen wollen hier in dieser Runde. Und hast nicht gesagt, ihr müsst anrufen. Also man könnte statt müssen ein Dürfen daraus machen. Alexander, wie du gesagt hast, das Buch da vorgestellt hast, den Film da erzählt hast, die Gedanken formen die Welt. Das erinnert mich an den Herrn Lauterwasser, das ist euch sicher ein Begriff, oder? Wo er Wassertropfen beschallt hat mit Frequenzen und je nach Frequenzbereich hat sich der Wassertropfen dann zu einer Raupe gebildet, ja, eine richtige, schöne, echte Raupe war das, die richtig pulsiert sogar hat. Ein pulsierendes Hexagonal ist entstanden, wo ich dann schon an die Merkaba denken habe müssen, wie ich das gesehen habe. Man sieht schon wirklich, dass unsere Wörter aus Schall ja auch bestehen und es gewisse, wenn man den Film denkt, die Tune, der Wüstenplanet, da wird das gewisse Wörter sogar als Waffe benutzt. Und da glaube ich sogar, mit denken zu können, dass die Sprache dadurch entstanden ist, fangen wir mal so vor 5.000 oder 7.000 Jahren, so beim Babelfall, ja, dass wir alle vorher telepathisch waren, aber weil wir ein bisschen eben, sagen wir mal, unreiner wurden, wurde uns die Telepathie genommen, damit wir nicht mit der Welterschaffung Schaden verursachen, so dass wir aufs Verbale zurückverfallen mussten. Kommt man da so ein bisschen hindenken dran, oder ist das ein bisschen zu weit gegriffen? Das ist für mich eigentlich logisch, dass das so gewesen sein muss oder so ähnlich, weil Sprache ist ja letztendlich nur ein Versuch, Gedanken auszudrücken. Und die Sprachen sind mehr oder weniger dran an den Gedanken oder an den Gedankenbildern. Wenn man das Altrussische nimmt beispielsweise, das war ja noch viel, viel bildhafter wie das, was sie jetzt haben. Das ist ja auch so eine abgespeckte Version, ähnlich wie bei dem Deutschen. Und wenn man jetzt ja weiß, dass die Sprache sowieso bewusst verwirrt wird, also überspitzt gesagt, wenn ich irgendwas manifestieren möchte und ich sage Kühlschrank anstatt Baum, dann kann das nicht funktionieren. Das ist ein extremes Beispiel.
Und ja, es sind ja unsere Bilder, die wir im Kopf haben, die wir eigentlich letztendlich versuchen sollten, in Sprache dann umzusetzen. Allerdings allein schon der Gedanke, dass man sich mit Sprache so auseinandersetzt, wie wir das hier tun, das ist ja nicht unbedingt allgemein üblich. Der Großteil, der quatscht ja nur irgendwas nach, wo er irgendwann mal aufgeschnappt hat, gerade jetzt da die Jugend. Also ich nehme mich da nicht aus in der Jugend, da nimmst du halt einfach den Slang an und denkst nicht groß drüber nach, was das jetzt im Einzelnen bedeutet, sondern du hinterfragst dann zwar schon, was meint denn der da damit, aber letztendlich hinterfragst du den Begriff nicht weiter, was er denn bedeutet. Nur mal ein Beispiel zum Beispiel, man sagt ja immer merkwürdig. Und früher war der Begriff, also man meint damit, das ist irgendwas seltsam, aber früher war der Begriff dahingehend definiert, dass es des Merkens würdig war. Und da sieht man eigentlich schon, wie auch die Emotionen, also die Gedankenbilder, die man bei einem Wort hat oder bei einem Erklärungsversuch hat, schon mit reinspielen. Und wenn die eben hier verwirrt wird, die Sprache, dann können die Energien gar nicht mehr richtig fließen, so wie es eigentlich ursprünglich gedacht war. Ja, Marien, bitte. Ich wollte jetzt mal noch zum Roman sagen, du sagst, dass wir unreiner geworden sind. Vielleicht sind wir auch dazu gemacht worden. Ich glaube nicht, dass ein hochschwingendes Wesen und jeder, der hier auf diesem Planeten purzelt, ist ja erstmal pure, sag ich mal, göttliche Energie, bevor er dann halt programmiert wird von den Eltern, Gesellschaft, Schule etc. pp. Und das degeneriert ja so langsam, aber nicht von aus uns heraus, sondern da steckt ja dieser Plan dahinter, der jetzt zum Beispiel am Wochenende auf dem Kongress ganz klar dargelegt wurde von jemand, der für die oberen 8.500 tätig war und es eben ganz genau weiß. Auch der Mensch davor, der Dr. Jerez, Nachnamen habe ich vergessen, hat da auch ganz klar drüber erzählt, was mit uns gemacht wurde, in welcher Form und auch was uns hier präsentiert wird in Form von Wasser oder natürlich auch die Ernährung. Und der Plan, uns die Identität zu rauben, das geht ja voll auf. Und es geht auch noch ein paar Jahre so weiter, haben die gemeint. Aber ich wollte nochmal zurück, von vor der Pause waren wir bei Müssen. Dann kam ja dem Joe sein wunderbares Lied. Ich habe es genutzt zur Zigarettenpause, weil ich kenne es schon, ich finde es herrlich. Weil da kommt so eine Leichtigkeit wieder auf, ne? Und anstatt jetzt über Muss nachzudenken, weil wenn zu mir einer sagt, ich muss, da gucke ich ihn an, sage ich, muss gar nichts. Das sage ich grundsätzlich, weil es ist so, ist mir bewusst geworden, ich muss gar nichts. So, aber ich fände es schön, wenn man sich mal Gedanken macht, was eigentlich das bedeutet, wenn ich sage, ich bin und mache dann irgendwas dahinter. Weil so wie ich das eruiert oder herausgefunden habe, ich will jetzt nicht verstanden sagen, alles, was du hinter ich bin sagst, setzt den Schöpfungsprozess in Gange. Wie viele Leute sagen, ich bin krank, ich bin dies, ich bin das, lauter Dinge, die sie sich gar nicht wünschen. Solche Sachen, denke ich, finde ich auch wichtig zu wissen oder sich da mal Gedanken zu machen. Ich sage immer nur, ich bin das und dann sage ich die Dinge, die ich will und ich rede mir das manchmal so lang ein, das Unterbewusstsein glaubt es dann automatisch und irgendwann passiert es dann auch so. Das ist meine Erfahrung, das ist ja super simpel, nur das sollen wir ja gar nicht wissen. Deswegen ist ja diese ganze Verwirrung auch, dass uns das Bewusstsein überhaupt gar nicht erst hochkommt, dass wir unter Umständen Schöpfer sind. Ich glaube auch, dass es sicher äußere Einflüsse gibt, ja. Aber trotz alledem möchte ich vielleicht noch mal ganz kurz noch am Schluss sagen, auch das, was wir jetzt sind, sind wir deswegen, weil es wir mit uns auch machen haben lassen, gegebenenfalls, wenn es äußere Einflüsse auch dazu gegeben hat, ja. Also alles, was ich bin, was ich mache, was ich erschaffe aus meiner Schöpferkraft dadurch, ist immer noch immer das, was ich tue. Und wenn wer anderer auf mich Einfluss ausübt, ja, kann ich mich trotzdem noch immer dazu entscheiden, auch mal von Fleisch essen auf vegan umzusteigen. Also ausschlaggebend ist immer in erster Linie, was ich mache, nicht was ein anderer mit mir machen will. Ja. Ja, das ist eine Frage vom Bewusstsein, das du tragst. Ich wollte zum Thema Sprache generell einmal sagen,
dass ich der Meinung bin, dass das, was wir hören davon, ja nur Sekundärsprache ist. Die erste Sprache in uns ist still und leise, unsere Gedanken. Weil die Gedanken, würden wir so ein gedankliches Bild anhalten, auf Pause schalten und es ansehen, dann besteht es aus lauter Worten. Aber man sie nicht hört, aber diese Beschreibungen, die Definitionen, die Konzepte, die wir einfach haben für solche Dinge, die wir gelernt haben, wie wir dazu sagen, Sonne, Mond und Schwiegermutter und Brunnen und Auto und solche Sachen, das beginnt schon leise. Und der Roman hat vorher so schon gesagt, mit dem Lauterwasser, sobald ich es ausspreche, beginnt es zu beschwingen, meine Maya, meine Umgebung, meine Realität. Normalerweise wären wir, denke ich, schweigende Wesen. Wir sind schweigende Wesen, wir denken, wir beobachten und greifen dann ein, durch unter Umständen einen Selbstlaut mit Konsonant oder einen Klang aus sich heraus. Das kann sein, ein leichtes Mhm, wenn man wem zuhört. Dieses Mhm, das haben wir nie gelernt, das hat uns nie wer erklärt, das kommt aus uns heraus und bedeutet so viel wie, ich nehme das auf, was du hier sprichst. Mhm. Das M ist attraktiv, es attrahiert das, was da klingt. Mhm. Das H ist der Atem zwischen uns und das M, das ist ein Puls quasi. Mhm. Ah, oh, au, yippie und solche Sachen, das lernst du nicht in der Schule. Das sind Ausdrücke aus sich selbst heraus. Ganz viele Menschen sagen das beim Reden. Alle Sprachen. Das ist ein Ausdruck aus dem Selbst. Das kannst du nicht in der Schule lernen, steht in keinem Wörterbuch. Aha, yeah und so weiter. Deswegen kann man sagen, am Anfang oder im Anfang ist das Wort, da ist es noch leise und trennt aus alles das eine heraus, was hier beschrieben wird, weil alles eins ist, außer du benennst es. Dann ist alles plus das, was du Gott benannt hast. Das wird quasi herausgeschnitten aus dem ganzen Alles. Worte sind daher sehr, sehr mächtig und wir sollten uns in Ruhe meditativ damit beschäftigen, was dieser Klang tatsächlich im eigenen Geist bedeutet. Weil das Umfeld, von dem wir glauben, dass es dort ist, das sind auch wir. Wir sprechen ausschließlich zu uns selbst, auch jetzt, ich spreche zu mir selbst. Durch euch, in euch, in es. Aber es ist alles ein großes Ganzes, das nur durch Klang in der Lage ist, sich zu unterscheiden. Die Benennungen, wenn ich Tisch sage, Tisch, dann hat automatisch jeder Mensch, der das Wort kennt und das Konzept dazu, einen Tisch im Kopf. Aber das sind lauter verschiedene Tische. Niemals ist es der gleiche Tisch, weil das Wort Tisch, als blödes Beispiel jetzt, ja nur die Funktion dessen beschreibt, was ich dieser Materie hier auferlege. Ist nur eine Funktionsbeschreibung. Jedes Wort beschreibt ausschließlich die Funktion dessen, was es für mich tut oder was ich daran erkenne. Und dann geht's los, ne? Schwiegermutter. Da hat jeder anderes Konzept dazu. Oder Angst. Oder Liebe. Oder Krieg. Aber in Wahrheit sind das alles nur ganz neutrale Klänge, die etwas beschreiben. Und da hinein sollte man meditieren. Da hilft uns dann der Engel im Außen. Das Englisch hilft dem Deutschen. Der Deutsch deutet, der möchte es deuten, was er hört und was er sagt und der deutet das Rauschen. Deutsch. Und Engel, ich, das hilft uns. Deswegen ist es so wichtig, hin und wieder auch von außen nach innen zu sehen. Und das ist der Engländer, der zu sich AI sagt. AI. A, von außen nach innen. AI. Und wir als I-Sager, wir sind in der Mitte. Wir sehen es von innen im Kreis. Wir sind absolut in der Mitte des Klanges. Daher ist Deutsch so mächtig. Boah, es ist ein Riesenthema. Ich habe dazu ein paar Videos auf YouTube und es hört für mich nach wie vor nicht auf zu erkennen, was Sprache hier tut. Es ist so mächtig, es ist ein Riesenprogramm, was da fort. Jeder Klang, der ausgesprochen wird, programmiert unauffällig, so wie der Lauterwasser beweist, dass Frequenzen Wasser beschwingen und verändern. Und das machen wir sind lebendige Wassertropfen, nichts anderes. Ne?
Wir sind beschwungen durch Klang und daher die Verwirrung, weil Klang auf uns einprasselt, den wir nicht einordnen können. Wir werden die ganze Zeit berauscht und betont und betoniert und brabbeln selbst dahin, ohne nachzudenken, was hier geschieht. Ja, das ist wohl wahr, wie ich schon sagte, Achtsamkeit in der Sprache. Und da fällt mir zu dem Thema fällt mir noch ein, in dem Video wurde auch in dem Interview die Kraft der Sprache wurde auch davon gesprochen, von dass man die Pausen zwischen den Wörtern mal mehr wahrnehmen sollte, in Bezug darauf, dass man einfach mal mehr darauf achtet, was man eigentlich sagt. Und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich mit dem Thema so noch gar nicht beschäftigt habe. Gibt es da noch jemand, der was dazu sagen möchte? Ja, mir fällt auf, wie du die Pausen erwähnt hast, das gerade Alexander und auch der Joe das erklärt hat. Jetzt mal, wie du das Wort gesagt hast und die anderen Kurzlaute, was man so unwillkürlich von sich gibt. Das ist immer das Wort Aum in den Sinn kommen. Immer die heilige Silbe Aum, ja. Die und dann, wie du erwähnt hast, Alexander, mit die Pausen dazwischen auch vielleicht einmal wahrnehmen zu müssen, dass man einfach diese nonverbale Kommunikation auch zu üben pflegt. Ein Freund hat mir halt angerufen und hat mir so begeistert erzählt, dass er beim Longboarden einen Portugiesen kennengelernt hat. Aber das war das Einzige, was sie sich gegenseitig verständlich machen können, dass er Portugiese ist und mein Freund der Salzburger. Aber haben sie den ganzen Tag die größten Spaß miteinander gemacht, weil sie einfach die Gemeinschaft Longboarden erkannt haben. Sie haben nichts miteinander sprechen müssen. Die hat selten so einen glücklichen Tag heute gehabt und hat mir das heute erzählen müssen sogar. Also auch, dass man nicht immer nur reden muss, ja, sondern einfach auch mal auch still viel mehr mitteilen kann, als wie wenn man alles zerredet, ja. Du hast ja erwähnt, wir werden eh schon so extrem unterschwellig mit nonverbalen Symbolen ja auch beeinflusst, die unser Verstand ja auch einmal verarbeiten muss. Spannende Frage auch an euch so, weil Symbole haben ja auch was mit Sprache zu tun. Symbole oder Logos, auch Logos, ja. Bei dem Lied Welcome to Freedom, da hast du das Wort Peace erwähnt und da ist mir zum Beispiel das Peace-Logo dann auch einmal in den Kopf gekommen. Also wie du sagst, sagt man Tisch, hat man auf einmal bestimmte Produkt in seinen Kopf drinnen. Da war das Peace-Logo dann bei mir im Kopf drinnen, bei dem Lied. Und da habe ich mich daran erinnert, dass ja mir bewusst ist, dass es sich da um die Algis-Rune handelt, die am Kopf steht. Seitdem drehe ich das Peace-Zeichen ja um 180 Grad herum, wie es auch schon genug andere Leute mittlerweile machen. Und freut euch auch das in der Symbolik und bei Logos auf, dass da manche ganz schön arg destruktiv sein können. Da meine ich nicht, das ist unbedingt profan, die jetzt die Illuminatenpyramide oder sowas, das Thema ist ja total durchgekaut alles. Aber ich bin bei einem Europark gegangen, da sind viele Einzelgeschäfte, da sehe ich auf einmal so ein Werbelogo mit der Medusa drauf und daneben steht groß im fetten Buchstaben Medusa. Dann gehe ich dem Logo nach, weil ich denke, was ist denn da? Ich bin halt mystisch interessiert. Und dann sehe ich, das ist ein Fleischwarengeschäft gewesen. Ja? Wie kommt das auf Fleischwarengeschäft darauf, sich ein Logo zu machen mit dem Medusa-Kopf und sich selbst als Firma Medusa zu nennen? Ja? Ist das schon sowas von abgeklärt, die Welt? Oder total verkommen sogar in dem Sinne? Oder machen sich die Leute so wenig Gedanken? Ich denke, das mit den ganzen Symbolen, das wird schon bewusst gewählt, wie man ja auch in vielen Symbolen Runen wiederfindet. Das ist nicht einfach zufällig. Das ist schon alles geplant, weil diese alten Runen ja denen wohnt ja eine Kraft inne.
Und die meisten Menschen machen sich über das ja überhaupt keinen Kopf. Die nehmen das einfach so an, schaut halt so aus und nehmen es für sich an. Und in dem Augenblick kann es ja auch schon wirken. So wie das Peace-Zeichen, wo du erklärt hast, man sieht ja, wie es in der Welt aussieht und welche Kraft diese Runen haben. Und deswegen machen sie es ja auch, weil sie eigentlich vieles ins Gegenteil verkehren wollen. Also für einen analytisch und logisch denkenden Menschen ist es eigentlich unbegreiflich. Wenn man natürlich erkennt, dass das meiste, die wohl irgendwas zu sagen haben, Psychopathen sind, dann wird es vielleicht einfacher, aber nicht besser. Ich möchte vielleicht nur eins einwerfen auch, weil viele Leute auch die Erklärung, ich sie gegeben habe fürs Peace-Zeichen, schon wieder andersrum schön reden, was ich jetzt gar nicht mal erwähnen möchte, weil dieses Peace-Zeichen, die Algis-Rune, in einen Kreis drinnen steckt. Und wenn man sich mit Symbolen, Symbolmagie sich beschäftigt, dann lernt man da als allererstes, wenn man ein Symbol erschaffen möchte, muss man es in einen Kreis setzen, denn so verschafft man dann dieser Intention einen Raum, so erschafft man diese Dimension dann der Wirksamkeit, ja. Und somit erklärt sich einfach, dass dies die Algis-Rune ist und da gar kein Wenn und Aber zustande kommen kann. Und genau, Germane, das wird wirklich, bin ich auch deiner Meinung, bewusst so gemacht. Das Monster Energy Drink, das ist das hebräische Sechserzeichen, gleich dreimal. Das braucht man, glaube ich, auch nicht viel erwähnen, oder? Nee, das ist bekannt. Ja, würde ich auch gern mal was zu sagen. Mir fällt das auch auf, dass das immer alles immer mehr aufkommt. Und als wenn das immer schon da gewesen ist und jeder das ja eigentlich schon immer weiß, obwohl es ja immer im Verborgenen passiert ist. Ja, und die Masse das ja eigentlich gar nicht weiß. Und ich sehe das schon gezielt eingesetzt. Wie gesagt, eben halt aus dem Grund, dass es, ne, wir stehen gerade vom Erwachen und das alles zu erkennen. Und es ist ja, jeder, der es versteht, ist ja entsetzt und was da mit uns passiert ist oder auch mit allen passiert ist. Und auf einmal ist das alles so überall zu sehen und als wäre es das Normalste von der Welt. Und da finde ich schon ein bisschen beängstigend. Ja, da muss ich dir allerdings zustimmen, Jenne. Ich denke, das hängt auch damit zusammen, das war ja auch schon das Thema Bewusstheit. Ist ja gerade in dieser Zeit ist das ja ein wichtiges Thema, dass den Menschen gerade jetzt bewusst wird, was so gespielt wird. Viele Dinge kommen ans Licht und eben auch die Menschen begreifen eben auch, dass die Sprache ein wirksames Mittel ist zur Manipulation, siehe Medien, ne? Und da habe ich mir dann nochmal den Gedanken aufgeschrieben, dass die Politiker, die benutzen die Sprache ja auch, um die Menschen gezielt zu manipulieren, sie sagen Dinge, ohne dass sie es sagen letztendlich, aber dann sagen sie es doch irgendwie, sprich durch die Blume durch. Und die Menschen verstehen oft gar nicht, was die Politiker sagen, das hört sich ja gut an, eine coole Sache, Mensch, den wähle ich denn mal. Und dementsprechend findet bei den Menschen eben das meiste eben ja noch auf der unbewussten Ebene statt. Aber eben genau das ist das, was sich jetzt gerade ändert. Das ist diese Übergangsphase, die ich immer gerne sage, die wir jetzt gerade erleben. Und ich denke, gerade auch nochmal das Thema Kinder. Die Kinder, ich merke das bei meinem Sohn ja auch, da verändert sich auch einiges. Mein Sohn, der will eigentlich, der benutzt ganze Sätze und man merkt, dass bei den Kindern sich da auch einiges tut. Aber denn, ich hatte das, wann war das? Das ist jetzt schon eine Weile her. Da hatte ich das dann auch, das war ja auch was vorhin angesprochen wurde, dieses Digger und so weiter, wo denn, das waren dann schon Ältere, die waren schon 18 oder 20, die haben dann auch diese merkwürdige Sprache gehabt und das ist dann wieder bei den Jugendlichen, aber das hängt ja auch immer von dem sozialen Umfeld drauf an. Letztendlich geht es um die Bewusstheit und im Allgemeinen verändert sich da doch, denke ich, sehr viel. Und
Ja, ich denke, dass die Sprache wird sich in der Hinsicht noch verändern, wenn sich, ja, wie soll ich sagen, die Menschheit als Ganzes sich entschieden hat, welchen Weg sie gehen will, dann denke ich, wird zum Teil, ja, die Sprache an sich wird sich dann mehr oder weniger automatisch verändern, weil die Menschen ja merken, weil die Menschen friedlicher miteinander umgehen und aus einem friedlichen Geist entspringt auch eine friedliche Sprache und so würde ich sagen und dementsprechend ja, aber das braucht natürlich noch ein bisschen Zeit. Also das ist eben diese, wie gesagt, diese Übergangsphase. Darf ich mal was Lustiges erzählen? Bitte. Ich war vorhin in dem Lokal, kurz Kaffee trinken, wo ich gelegentlich Kellner und habe da übrigens einen Räuber kennengelernt, sprich ein Privatier. Ich werde ihm das nächste Mal sagen, ey, du bist eigentlich ein Räuber, wusstest du das schon? Ja, auf jeden Fall, wenn ich da gelegentlich sonntags ja, meinen Spaß habe beim Kellnern, da sagte der Koch kürzlich zur jungen Chefin, sagte, die Marion, die ist neulich so schweigsam geworden. Und da gucke ich ihn an und sage, ich rede nur noch in Ergebnissen. Das ist so schön, einfach in der Ruhe zu sein und ja, fröhliche Gedanken im Kopf zu haben. Und ich bin sehr zurückgezogen seit 6 Jahren und ich bin echt so happy, dass ich das so genießen kann. Ich war jetzt heute einen Tag in der Stadt unterwegs. Ich habe tolle Begegnungen gehabt, wirklich meinen neuen Hundetrainer getroffen, so. Dinge sind passiert, die ich mir schon länger gewünscht habe. Plötzlich sind sie da, dann finde ich noch Glückssens, eine nach dem anderen und so weiter. Aber ich merkte dann irgendwann, auch wenn die Leute nett und freundlich waren und lag sicherlich auch am Hund oder was auch immer, den ich dabei habe, es ist anstrengend. Ich bin echt dankbar, wenn ich zu Hause bin und das genießen kann, einfach nur für mich zu sein. Und das ist für mich im Moment das Schönste. Weil, ja, die Menschen haben nicht unbedingt so fröhliche Dinge zu berichten. Oder sie freuen sich, strahlen, sagen was Nettes, weil sie vielleicht sonst nur mit Problemen beschäftigt sind. Ich spüre das manchmal so richtig und es ist mir einfach zu viel. Und dann denke ich, ja, ich freue mich, wenn ich dann nächstes Jahr meinen größeren Spaziergang mache. Raus in den Wald, in die Natur, laufen. Klappe halten, Handy aus und einfach genießen. Und vielleicht schreiben oder malen, Musik hören und ab und zu mal auf OkiTalk auftauchen oder so. Ja, also das ist natürlich, das hast du gut gesagt, Marion. In Ergebnissen denken, ja, das ist eben auch so eine Sache. Das können viele auch nicht. Mir kam gerade noch der Gedanke, dass ich zum Thema Übergangszeit, die wir jetzt gerade erleben, ich denke, das, was noch so passieren wird, ist, dass die Menschen es wird eine neue Sprache sich entwickeln, nämlich die Sprache des Herzens. Die Menschen werden ihr Leben aus dem Herzen heraus deuten, weil sie merken, das alte, ja, die alte Lebensweise haben wir jetzt lange genug hinter uns und sie merken, die Menschen merken, dass nur noch ein Miteinander, die Sprache des Herzens und ein Miteinander der einzige Weg ist, um tatsächlich ja, letztendlich ein Überleben der Menschheit dann auch zu sichern, weil gerade jetzt, wie die Welt gerade so aussieht, die Welt ist praktisch ein Ort voller Missverständnisse. Und dadurch, dass es jetzt so viele Gruppen gibt, wie hieß die noch, was letztens da, jetzt habe ich das vergessen, ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall gibt es ja diese immer mehr Gruppen, immer mehr Alternativen bilden sich und immer mehr, ja, so wie von Sonnenglück zum Beispiel oder auch andere. Das, was jetzt gerade passiert ist und was wichtig ist, dass es passiert ist, dass die Menschen, dass ihr Leben, dass sie erstens mal merken, dass sie nichts müssen und dass sie ihr Leben aus dem Herzen heraus deuten, ihr Leben entschleunigen. Ich glaube, dass sich die Sprache denn von ganz allein verändern wird, weil die Menschen merken einfach, ich habe mal so einen Spruch gehört aus einem Film, den ich sehr interessant fand. Vielleicht kennt der eine oder andere den Film Contact.
wo es denn ziemlich zum Ende heißt, wo sie dann durch ein Wurmloch auf einem anderen Planeten kam und dann den Außerirdischen traf. Und der hat dann gesagt, auf der Suche, wie war das noch, auf der Suche nach Glück haben wir nur eines gefunden, und das war einander. So ungefähr hat er es gesagt. Und ich denke, das wird auch, das Ego wird, der ego-gesteuerte Verstand wird immer mehr an Boden verlieren. Die Menschen werden das Leben aus dem Herzen heraus deuten. Und dementsprechend wird sich auch die Sprache, wird die Sprache des Herzens sich auch etablieren, würde ich mal sagen. Contact mit der Judy Foster, der Film, meinst du, gell? Exakt, den meine ich, ganz genau. Das ist schön, ja. Ich glaube, ihren Vater hat sie da getroffen. Ja, ihr Vater ist da gestorben an Herzinfarkt, glaube ich. Und der Außerirdische war natürlich nicht ihr Vater, aber er hat nur die Form angenommen. Aber letztendlich, soweit ich das weiß jetzt, aber mir ging es jetzt um diesen Satz, dass auf der Suche nach, ich habe vergessen, was er da gesagt hat, haben wir nur eines gefunden, und das ist einander. Und das ist das, was wir in unserer Zeit so dringend brauchen. Und die Sprache trägt natürlich einen ganz wichtigen Teil dazu bei, und dementsprechend ist das auch wichtig, dass es solche Plattformen wie hier OkiTalk gibt, wo wir uns miteinander, ja, auf Augenhöhe, hätte ich jetzt beinahe gesagt, sinnbildlich, und im gegenseitigen Respekt und Achtung begegnen, und wo jeder seinen Teil dazu beitragen kann. Und deswegen möchte ich ganz gerne, ganz deutlich nochmal sagen, gerade weil das eben meine erste Sendung hier ist, ich möchte euch schon mal danken, dass ihr alle da seid und mich dabei tatkräftig unterstützt, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, dass mir so langsam die Worte ausgehen. Erstmal ganz lieben Dank an euch. Alles ist gut. Wir haben hier noch so viele Gäste. Im Wartraum ist der Marc Wahle auf jeden Fall. Der Klapp Michael ist auch da. Der schreibt auch im Chatbereich einmal. Ja, und es ist ja die Verwirrung der Sprache. Und Verwirrtheit bringt ja dann irgendwann auch mal eine Klarheit. Du hast das so schön gesagt, Alexander, wie wir Menschen eigentlich in einem Bewusstseins ja, Entwicklung, wir entwickeln uns gerade, wir wickeln uns aus, und die Sprache des Herzens, ne, dass die Welt, wie du sie sagtest, ja eigentlich die, nicht eigentlich, sondern das ist die Erde, die Welt ist ja die Illusion, das ist ja das Spielfeld. Die realistische Aussage ist, wir sind hier auf Erden, und was passiert hier wirklich? Alles andere ist ja Fantasiegestrüpsel, wenn man es mal so versteht. Joe, wie siehst denn du das? Darf ich dich mal fragen? Ich würde sagen, die Welt ist auch nichts Böses, sondern ist mehr das Ergebnis. Erde ist mehr der Schöpferraum, in dem wir uns geistig befinden. So das Spielbrett, das leere Spielbrett, konnte man RD nennen. Sprich, das R steht irgendwie für die Kraft der Schöpfung in uns, und das D am Schluss bedeutet so viel wie eine Art Frame in Raum und Zeit, ein Abdruck des Geistes. RD. Und darauf basiert alles, ein leeres Spielbrett, RD, und jeder Geist kommt zur Wirkung, und daraus ergibt sich in Summe dann sowas wie die Welt. Das, was jeder einzelne Geist gewählt hat. World heißt auf Englisch so viel wie vermischt, verwirbelt. World. Anders geschrieben. Es ist, wie gesagt, ein riesengroßes Thema. Und ich würde vielleicht diesen Übergang, den wir hier erkennen, das offensichtlich am Geschehen ist, folgendermaßen beschreiben. Stellen wir uns vor, wir haben einen Raum, und in dem Raum sind eine gewisse Anzahl von Lebewesen, die Augenlicht haben und daher im Licht mit den Augen etwas sehen. Also die können in der Nacht nichts sehen, so wie Katzen, sondern diese Wesen brauchen Licht, um die Augen zu sehen, um mit den Augen zu sehen. Und es ist dunkel in dem Raum. Trotzdem sind alle unterwegs. Und die werden aneinander anstoßen und sie alle möglichen Sachen schimpfen, ohne sich gegenseitig zu erkennen, weil es dunkel ist. Und so ähnlich kann man sich diese Welt vorstellen. Es ist ein großer gemeinsamer Raum,
und es ist geistig für die Menschen ganz lange jetzt dunkel gewesen. Und ganz kontinuierlich langsam entsteht sowas wie eine gewisse Helligkeit in dem Raum. Es würde immer ein Dimmer immer lauter dran. Das Licht wird immer mehr, aber ganz langsam. Und ganz sensible Wesen beginnen zu erkennen, dass mehr Licht als gestern da ist. Und morgen ist noch mehr Licht. Und so ergeben sie Gruppen. Gruppen von Menschen, die einander finden, die sie bestätigen, dass sie schon ein bisschen was erkennen. Dass es schon ein bisschen hell ist. Und die anderen sind immer nur mit Sonnenbrille und Taubstumm dunkel unterwegs. Und wir wissen nicht, wie hell es schon ist. Aber es wird jeden Tag heller. Und das ist unvermeidlich. Und es wird immer gut gehen, weil das ein göttlicher Zyklus ist, der in meiner Ansicht ca. 26.000 Jahre dauert. Und wir jetzt die Halbzeit mit 13.000 Jahren sozusagen überbrücken von dunkel nach hell. Das ist ein mega Event. Die ganze Menschheit wartet drauf seit Äonen, Generationen, dass das jetzt passiert. Wie lange es braucht, um zu geschehen, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, wie munter das wir schon sind, wie hell es schon ist. Aber es wird der Zeitgeist jetzt Licht, er wird munter im Geiste. Das darf man sich nicht wie richtiges Licht, das wir kennen, vorstellen, sondern dunkles Licht, das durch alle Formen geht. Geistiges Licht. Die Menschheit ist in geistiger Umnachtung durch die letzten 13.000 Jahre durchtaucht und hat sie im Außen festgehalten, unter anderem durch verschiedene Sprachen und eben verschiedene Schriften, verschiedene Regeln, Grenzen, Nationen und so weiter. Jetzt im Zusammenhang mit dem großen göttlichen Licht, das wiederkommt, können wir alle diese Zwänge im Außen, alle Vorschriften, alle Konventionen auslassen, wenn wir von innen die Führung kriegen. Und unter anderem werden dabei natürlich die Sprachen zerfallen. Es gibt eine Sprache, das ist Silbe. Und wird nur eingesetzt, wenn es notwendig ist. Weil prinzipiell passt alles. Wir brauchen nicht sprechen. Wir brauchen nur schweigen und genießen. Außer wir greifen in die Schöpfung ein, dann wird gesprochen, beschwungen, irgendein Ausdruck, irgendwas zum Ausdruck gebracht. Man verzettelt sich so schnell in solche Gedanken. Das Bild war, wie gesagt, der große dunkle Raum mit lauter Menschen, die alle aneinander anlaufen, so lange, bis es ganz langsam hell wird. Und in dem Raum wird beobachtet von außen, womöglich, welcher von diesen Menschen dieses göttliche Licht zuerst wahrnimmt. Diese Menschen hassen die Erstgeborenen. Weil der Mensch kann ausrechnen, wann morgen in der Früh die Sonne aufgeht. Das kann er beobachten und ein Konzept entwickeln von Zeit und Datum und sagen, um so und so viel Uhr und so viel Millisekunden geht morgen die Sonne auf. Nur, er kann niemals ausrechnen, wer diese aufgehende Sonne als erster sehen wird. Da ist der Heilige Geist unberechenbar. Und so funktioniert diese Welt. Alles, was Illuminati und Freimaurer und Kirche und Verschwörungen und hin und her gesprochen wird, ist nur darauf angelegt, zu erkennen, nach dem Motto, an ihren Daten werdet ihr sie erkennen, zu erkennen, wer dieses Licht zuerst wahrnimmt. Weil wenn es jemanden gibt, der das Licht zuerst wahrnimmt, bedeutet das, es kommt. Und auf das wurde gewartet. Daher kann man jeden Stress rausnehmen und sich darauf verlassen, dass es natürlich gut geht, weil es immer nur gut gegangen ist, so wie jeden Tag in der Früh die Sonne aufgeht. Es geschieht nur mit einem riesen Knalleffekt, weil einfach sie die ganze Welt auf den Kopf stellt. Und dass sie sich am Kopf stellt, sieht man, indem man Runen, die am Kopf stehen, erkennt. Sie hat die Zeichen. Das ist nur ein Ausdruck des Geistes. Und wenn keine Zeichen da waren, im Sinne von Symbole und Logos, dann konnte man es nicht sehen. Aber wichtig für den erwachenden Geist ist, diese Zeichen zu sehen, um sie daran festzuhalten, dass er richtig liegt, dass er recht hat, dass es alles vertraut ist und dass er den Weg in die Erleuchtung weitergeht. So wie die das interpretieren. Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, das hast du schön formuliert. Klaus, ich würde sagen, Musikpause, den Soem, würde ich sagen, oder Seum, wie der ausgesprochen wird. Ja, das ist der Seum der Patrick Kamera, den hast du dir ausgesucht und der Song heißt Folge den Zeichen.
Dankeschön, Joe, für deinen Beitrag und Musik ab für Seum. Ja, ihr seid beim Alexander Verwirrung der Sprache hier auf OkiTalk und möchte doch noch mal kurz hinweisen für morgen, da heißt es Inklusion Mensch mit Handicap und Behinderung. Ja, das noch mal am Rande ab 20 Uhr hier auf OkiTalk. Und hier reingekommen ist neu der Michael Klapp und auch der Marc Wahle hier in der Runde. Ja, der Abend geht schon bald zu Ende. Und mich hat es bisher sehr gefreut, die Verwirrung der Sprache. Ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr mal eure Wahrnehmung hier uns zukommen lasst. office@okidoc.com, Kontaktformular oder direkt euch hier einloggen, wenn ihr dieses Thema auch mit uns nochmal im Nachhinein besprechen wollt. Ja, denn wie wirkt das auf euch? Wir verstehen uns und irgendwie verstehen wir doch nicht wirklich. Und das ist immer so spannend, weil wir entwickeln uns. Wir gehen ja gerade in ein Bewusstsein, das Licht, wie der Joe sagte, wird jeden Tag heller, wie hell es ist. Das weiß ich nicht, das wisst ihr nicht. Jedoch, der ein oder andere macht immer mehr und mehr so seine innere Erfahrung, Bewusstseinsphase. Und das darf man als Aufwachphase sehen oder wie auch immer. Plötzlich merkt ihr, es gibt doch mehr wie nur dieses engstirnige Denken. Zumindest so, vielleicht ist das bildlich ein bisschen so zum Verständnis. Alexander, du hast zwei Gäste. Ich gebe dir mal das Mikrofon. Vielleicht magst du deine Gäste begrüßen. Ich glaube, der Michael, der war schon am Flackern. Ja, genau, das habe ich auch gesehen. Michael, bist du da? Wenn ihr mich hören könnt, ja, dann bin ich da. Schönen Abend. Ja, bitte, dein Mikrofon. Na, herzlichen Dank. Also ich habe die Sendung jetzt bis auf die kleine Unterbrechung, da ist es eigentlich ums Thema für den Morgen gegangen, macht Eltern Kindentfremdung krank, was macht das schon? Aber zurück zum heutigen Thema. Also ich habe die Sendung heute wirklich genossen, soweit ich ihr folgen konnte. Freeman Show mit RD an ihren Daten werdet ihr sie erkennen. Kein Stress, keine Angst. Also ich ergänze da Eiterblasen. Die Welt ist im Wandel. Das Alte ist noch nicht tot, das Neue nicht geboren. Und was ist schon Zeit? Ja, wenn man sich ein bisschen die Perspektive wechselt. Alexander, deine Ansätze waren auch genial. Neue Sprache, miteinander reden können, reden lernen, Missverständnisse. Meine Ergänzung, viele Gruppen, Gruppierungen, Spaltung der Gesellschaft, Schwächung, ja, dort setze ich auch immer wieder an, ja. Das ist auch der Grund, warum ich mich zum Beispiel für eine Weltsprache etwas engagiere, für das Thema Esperanto. Ich gebe jetzt einmal kurz zurück, ja. Das waren jetzt viele, viele Stichwörter und würde mich interessieren, was ihr dazu zu sagen habt. Danke. Ja, dann würde ich sagen, Marc, bist du da? Ja. Bitteschön. Ja, Verwirrung der Sprachen, also Deutsch, Englisch, Französisch ist üblich, dass man sollte kennen irgendwo, Spanisch, Portugiesisch und dann gehen die Sprachenvielfalt schon los, ja. Ja, das ist wohl wahr, die Sprachenvielfalt, die mag natürlich auch ein Problem sein, das ist wohl wahr, ja. Hat da jemand geflackert? Ja, Michael? Ja, zum Thema Sprachenvielfalt. Das war genau das Thema, das ich vorhin angesprochen habe, Alexander. Ja, das ist der Grund, warum ich mich für das Thema Esperanto engagiere. Eine Welt, eine Sprache. Wir haben heute das Problem, oder ich stelle immer ganz provokant die Frage, sprichst du justizisch? Selbst wenn du muttersprachlich, ja, absolut fit bist, ja, selbst wenn du eine Fremdsprache als Native Speaker beherrschst, beherrschst du die Sprache der Juristen? Einfach zum Nachdenken. Ja, wenn ich jetzt, ja, ich gehe jetzt einen Schritt weiter, wenn ich jetzt als EU-Bürger, ja, ich selber spreche drei Sprachen, ja, meine Tochter ist gerade ganz toll unterwegs auf Englisch, beginnt gerade Latein zu lernen mit ihren knapp 14 Jahren, ja, und in meinem Freundeskreis gibt es niemanden, der nicht mindestens zwei bis drei Sprachen beherrscht. Aber es geht jetzt darum, wie kann ich mich im juristischen Verkehr richtig artikulieren? Da wird's heikel. Und wenn ich jetzt eine Weltsprache hätte, selbst wenn das, ja, der Kritikpunkt ist immer, das ist eine Kunstsprache und bla, 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 was auch immer, ja. Aber wenn eine
eine Sprache mit einer Sprachregelung, ja, so einfach ist, dass alle Regeln auf der Rückseite einer Visitenkarte Platz finden, dann würde ich einmal ernsthaft darüber nachdenken, ob das nicht Arbeit mit Sinn ist. Danke. Das ist eine sehr interessante Ansetzung jetzt von dir. Wenn du sagst, ja eben die Juristensprache, ja. Wenn wir eine Weltsprache haben, sollten wir irgendwann, was ich auch eher befürworten will, ja, wenn man nicht zusätzlich auf seine Muttersprache verzichten muss, das finde ich natürlich schon auch sehr wichtig. Aber ich glaube, dass da sowieso auch eine Veränderung in der Politik stattfinden muss, so dass diese Juristensprache sowieso auch als obsolet erklärt werden kann dann, ja. Wir müssen sie auch von Parteiensystemen trennen in dem Sinne, so dass die Kooperation wieder mehr zustande kommt. Wir sind ja jetzt richtig in dem Thema übergeleitet, wohin führt uns die Sprache dann irgendwo hin, ja? Da möchte ich vielleicht noch sagen, dass das alle an uns selbst liegt, wie wenn wir zum Beispiel, dass wir jetzt selbst darauf achten, dass die Sprache, sie muss sich entwickeln, jede Sprache, aber dass sie nicht abkühlt, die Sprache, dass sie emotionslos wird, wie eben so manche Hartz-IV-Slangs oder gewisse Anglizismen, was wir auch benutzen heutzutage, ja. Denn wenn man jetzt schaut, Esperanto, wie du dir jetzt angesprochen hast auch heute, habe ich auch schon mal erwähnt, wie ist das? Da kenne ich mich nicht so wenig aus bei der Esperanto-Sprache. Ich weiß ja, zum Beispiel ist Deutsch, hat ja 5 Zeitformen, Französisch hat ja gleich 7 Zeitformen. Und das finde ich für eine Sprache sehr, sehr wichtig, ja. Da ist mir das Englisch zum Beispiel, ich will nicht sagen stupid, aber mit den, sie hat für ein Wort oft mehrere Bedeutungen, wo man beim Deutschen für jede Eigenschaft ein eigenes Wort hat, ja. Und das dann eben die Missverständnisse in der Kommunikation zueinander ausschließen kann dann. Und darum muss die Weltsprache eine Sprache sein, die sehr genau sein muss. Nicht, dass ich dann, wie wenn ich zum Beispiel in Iran zum Beispiel jetzt wäre, dann dürfte ich zum Beispiel das Okay-Zeichen nicht machen, weil das eine komplett gegenteilige Bedeutung hat. Darum ist eine Weltsprache eben sehr wichtig. Aber wie ist das Esperanto, um die Sprache jetzt da genau zu erhärten, was ich habe? Wie genau ist die Sprache in sich? Ja, darf ich gleich darauf antworten? Ja, bitte. Bitte, ja. Also ich freue mich einmal auf eine Aussage, ja, von CryptoTV, ja, nicht auf die Muttersprache verzichten müssen. Und ich ergänze darum, es geht ja auch um die nationale Identität, die eigenen Wurzeln beizubehalten. Und was ich befürworte, aber unterstreiche, eine Sprache muss exakt sein. Ich muss damit ausdrücken können, was ich meine. Das ist unter anderem auch ein Thema der morgigen Sendung. Wie viele Fälle habe ich juristisch begleitet, als Verfahrensbegleiter, wie auch immer, ja, wo einfach nur verbale und sprachliche Missverständnisse aufgrund unterschiedlicher Muttersprachen waren. Ein Jurist hier in Österreich versteht nicht, kann nicht verstehen, was jemand, der aus dem arabischen Raum kommt, zum Beispiel, ja, mitteilen will. Selbst dieser Mensch oder die Menschin, ja, relativ gut Deutsch spricht. Noch einen Schritt weiter. Jemand, der perfekt Deutsch spricht, versteht nicht die juristischen Feinheiten. Na, jetzt wird spannend. Und zum Thema Esperanto. Ich war vor 3 Jahren ungefähr, ja, bei einer Wissenschaftskonferenz in der Region Bratislava, habe noch kein Wort Esperanto verstanden und konnte dem gesamten Vortrag inhaltlich folgen. Natürlich mit Details, die ich dann auf Englisch oder in einer anderen Sprache nachfragen musste, aber inhaltlich konnte ich einmal zumindest zu 70% folgen und das ist schon relativ gut, glaube ich mal. Darf ich noch, aber du hattest nicht auch Vorkenntnisse, oder? Für Spanisch oder Italienisch. Entschuldigung, jetzt habe ich nicht verstanden. Was war die Frage zu Spanisch oder Italienisch?
Du hattest ja auch Vorkenntnisse zu Spanisch, Italienisch, vermute ich mal, weil du sprachengewandt bist. Darum hast du sicher viel verstehen können. Aber wie genau ist das Esperanto in Sinne für jeden auf der Welt, der Sprache so haben will, dass sie wirklich explizit das ausdrückt, was man wirklich sagen will, ohne Missverständnisse ein heimzufallen wie beim Englischen? Also da mag ich jetzt vorgreifen auf eine Sendung, die wir in Vorbereitung haben. Wir haben letztes Wochenende eine Esperanto-Konferenz in Niederösterreich gehabt, wo ich genau dieses Thema vorgeschlagen habe. Wir werden auf OkiTalk eine Sendung mit Experten, mit dem Vorstand oder mit Teilen des Vorstands der österreichischen Esperanto-Gesellschaft haben. Wir haben in der Zwischenzeit viele Videos, viele Beiträge in Vorbereitung, in der Pipeline, die wir dann einspielen können. Ich bin nicht der Experte, sondern die werden erklären. Ja, so viel Geduld, darum darf ich bitten. Danke. Marion, du hattest noch was zu sagen? Ich wollte was vorhin zu dir sagen, zu deiner letzten Aussage, dass die Sprachvielfalt ein Problem ist. Ich finde genau, das ist das Gegenteil, weil ich das einfach total schön finde, dass es so viele verschiedene Sprachen gibt. Ich habe nun einige Lebensgefährten gehabt, ein paar, die eben halt nicht von hier kamen, wie zum Beispiel mein langjähriger schwedischer Lebensgefährte. Wir haben am Anfang uns das Zusammenseins Englisch gesprochen und das hat mir gar nicht gefallen. Und wir hatten eine längere Reise und als wir da mit dem Zug durch China gefahren sind, hatte er sein Dostojewski ausgepackt auf Schwedisch und ich habe gesagt, komm, ich fange jetzt an, Schwedisch zu lernen und ich wollte ihn einfach in seiner Muttersprache, sag ich mal, nicht verstehen, ja, also empfinden können sozusagen, weil das ein ganz anderes Ding ist, wenn du deine natürliche Sprache sprichst, mit der du groß geworden bist. Und das ist so schön, weil man bekommt so andere Gedanken in den Kopf, ne? Oder ich habe lange im englischsprachigen Raum gelebt, also in der Karibik, so, das war halt ein anderes Englisch. Aber egal, wenn ich das verstehe, wenn ich das sprechen kann, dann bekomme ich so viel auch so von der Kultur mit oder wie die Menschen ticken. Ich finde die Sprachvielfalt total schön. Ich spreche Französisch. Das ist wieder was ganz anderes. Und ich freue mich, wenn ich Menschen treffe und kann mit denen in ihrer Muttersprache kommunizieren. Also die Sprachvielfalt finde ich schön. Und ob man sich jetzt versteht, sage ich jetzt mal Beispiel, dass eine Sprache sehr exakt ist, dass man kann Missverständnisse nie ausschließen. Denn ich weiß nicht, wer das Beispiel vorhin gesagt hat, Roman, ich glaube, du warst das, wo der Portugiese und der aus Niederösterreich sich also quasi nicht dieselbe Sprache gesprochen haben und trotzdem einen grandiosen Tag hatten. Darum geht's doch. Ja, Dito, ganz genau. Ja, okay. Ich sag mal so, also ich habe das jetzt in dem Sinne auch gemeint, weil du sagst, Marion, dass du Englisch gehabt hast und auch ja, bei mir ist das eben so. Ich habe nie Englisch gehabt in der Schule. Also ich bin nie, ich habe keine anderen Sprachkenntnisse. Dementsprechend ist das bei mir halt ein bisschen was anderes. Aber nichtsdestotrotz, ja gut, letztendlich denke ich, dass es darauf ankommt, dass ich eine neue Sprache nur entwickeln kann, wenn die Menschen ja letztendlich, wie ich schon sagte, ihr Leben aus dem Herzen ausdeuten, wenn wir Gemeinschaften bilden, es kann sich nur eine gemeinschaftliche Sprache entwickeln, wenn die Menschen auch eine gemeinsame Basis haben. Das ist ja der entscheidende Punkt. Entschuldigung. Und ja, dementsprechend würde ich ganz einfach sagen, ja, das Thema ist heute natürlich nicht erschöpfend besprechbar, hätte ich beinahe gesagt. Hat da jetzt noch jemand geflackert? Ich habe das jetzt nicht gesehen. Ah, Marc, ja, bitte. Ja, also ich kann mich entsinnen, dass Deutsch ist die Sprache der Götter für mich, so wie ich das ermittelt habe. Und Englisch ist ein Dialekt. Daraus entstand dann auch in den USA das Portugiesisch, das Ganze, die Sprachzuteilung, die geht bis Babylon zurück. Und man hat es nicht geschafft, Deutsch wieder aufzurichten als Weltsprache. Aber man wusste dann nicht, wie man damit umgehen soll,
als mit vielen Sprachen zu hantieren. Es ist wahrscheinlich auch nicht umkehrbar. Also mal, wenn wir jetzt auf der ganzen Welt Deutsch wieder hätten oder Englisch, dann gäbe es verschiedene Dialekte oder Interpretationen, wie es eben so ist, um sich zu verstehen, wer zum nächsten Dorf genauso schlau, als wenn die Sprache eine ähnliche wie eine fremde wäre, wenn die Interpretation wieder differiert. Ne? Marion, ja? Ich glaube wirklich, wenn die Menschen sich wirklich wieder füreinander interessieren, dann ist das wurscht, dann kannst du dich auch mit jemandem auseinandersetzen, selbst wenn du nicht dieselbe Sprache sprichst. Ich glaube, das ist eine Interessenssache. Wie sehr interessierst du dich wirklich für den anderen? Und dann ist Kommunikation möglich, auch ohne, dass man dieselbe Sprache spricht. Wir brauchen einfach mehr Zeit. Missverständnisse entstehen ja auch. Ist es wirklich die Sprachverständnis? Weil wenn ich was nicht verstanden habe, dann muss ich mir einfach die Zeit nehmen, nachzufragen. Und dann löst sich alles wieder auf. Also im Grunde ist es ja dann gar nicht die Sprache an sich, sondern wir brauchen wieder mehr Zeit miteinander. Also darf ich sagen, das war jetzt spitze. Ja, wir brauchen einfach Zeit. Dankeschön. Ja, das würde ich allerdings auch sagen. Wie heißt es so schön? Kommt Zeit, kommt Rat, nicht wahr? Ja, cool. Ja, fällt mir gerade rein. Ja, Klaus, ich weiß nicht, langsam zum Schluss kommen? Ja, deine Sendung. Die Zeit ist das, was wir Menschen wirklich brauchen. Wir haben heute eine Sendung gehabt vom Raphael, da hieß es sogar, der 12-Stunden-Tag ist in Österreich verabschiedet worden. Ja, 12 Stunden von seinem Leben wegzunehmen, das ist doch das nicht konzentrieren können auf die wesentlichen Dinge, weil wir doch dadurch immer wieder abgelenkt sind. Das ist die Struktur, wie wir gelebt haben oder auch noch leben. Die Zeit ist das, was wir als Lebensqualität, wie du das heute auch gesagt hast, an der Kassiererin bei einem Supermarkt, na, wie du gesagt hast, ne? Ja, was ist denn Lebensqualität? Lebensqualität ist für mich erstmal, wenn man auch die Zeit erstmal hat oder sich die Zeit nimmt, sich freischaufelt, für sich auch erstmal für sich was zu tun. Ne? Und ja, sich die Zeit nehmen, ne, und auch die Zeit wirken lassen, weil wenn man die Zeit wirklich im Leben mehr für sich hat, entspringt ja auch der Springbrunnen, der Frühling kann beginnen. Und dadurch werden wir dann, wie in der Steiermark das gesagt wird, sind wir alle wieder Schöpfer. Und Arbeit, nochmal nach Clarissa Horak möchte ich nochmal kurz reingeben, heißt über Wasser halten. Und über Wasser halten heißt schwimmen und irgendwann können wir nicht mehr schwimmen. Dann schwimmt man ja auch, sagt für mich die Logik aus, eine Berufung hinterher zu gehen und dann die Berufung auch jeder für sich zu sehen, Sprachen zu pflegen, zu lernen, zu erkennen, wo Sprache verzerrt wird, angefangen wird, wo sie verwirrt wird. Wo man ein Grundgerüst schon hat, wo kann man ein Grundgerüst gut aufbauen, dass eine Sprache auch wirklich dann verstanden wird? Ja, sage ich mir zu wissen, sind wir auf einem extrem guten Weg. Und ja, meine Abschlussworte ganz einfach, Alexander. Weiß ja nicht, ob noch jemand noch was zum Abschluss mit reinbringen möchte. Wir haben noch die Musiksong und der Nachtalk wird auch sicherlich noch stattfinden. Alexander, deine Sendung, da sind noch ein paar flackende Mikrofone, vielleicht noch ein paar Abschlusssätze, wie auch immer. Ja, das waren jetzt meine ausführlichen Sachen. Dankeschön an die Zuhörer, Dankeschön, wer ein Danke haben möchte. Ja, dann danke ich dir schon mal, Klaus. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach von unten an, wenn das geht, Marion, Marc und so weiter, bis zu mir dann hoch. Du möchtest wohl den Joe am Schluss haben, obwohl er zuerst geflackert hat. Also gut. Ich freue mich sehr, dass du diese Sendung gemacht hast und ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass das so ergiebig ist und was da alles, ja, das gibt nochmal völlig neues Potenzial, wo man überall nachdenken kann.
Zeit, finde ich, darf man sich entscheiden, sie sich zu nehmen. Man kann jetzt nicht darauf warten, dass ein anderer einem die zuteilt, weil die nimmt man sich selbst. Das ist eine Entscheidungssache, finde ich. Also so habe ich es gemacht und seitdem läuft der Laden. Ja, es war toll. Freut mich, dass auch der Joe da war und die anderen Teilnehmer. Roman, dass du auch, wir haben uns vor 2 Jahren, glaube ich, schon mal gesprochen. Ich bin immer noch dieselbe. Ja, und ich sag mal, ich gebe weiter an Wale. Und danke, Alexander, für deinen Mut. Danke dir, Marion. Marc, bist du da? Na, da ist er nicht da. Dann gehen wir weiter zum Roman. Jo, ja, schön, dass die Marion mich noch so gut in Erinnerung hat. Danke dir. Es ist wirklich ein sehr, sehr rundes Gespräch wieder worden. Also wir haben sehr viel zum Nachdenken sicher angeregt und haben aber auch erkannt, dass die Sprache unter uns einmal sehr gut funktioniert hat. Also kann sie so verworren wahrscheinlich eh gar nicht sein, ja. Und wir schauen halt einfach mal mehr, dass wir eine Gesellschaft einfach weiterhin gestalten, die vom Mitleid zu mehr Verständnis hinkommt und dass wir uns vom Wahnsinn entfernen können und dann eher mehr wunderbar ausrufen können. Und so sprechen wir uns dann sicher bald alle miteinander wieder. Mit Sicherheit. Michael? Ach, und danke für die Einladung nochmal, Alexander, gell? Ja, sehr gerne. Ich danke dir. Michael? Ja, danke. Also, lieber Alexander, danke für das Thema der Sendung. Und ich mag jetzt beim Klaus Glatzl anhängen und auch bei unserer Freundin Paula, glaube ich, heißt sie. Hast du etwas Zeit für mich? Also für mich das größte Geschenk. Danke, Alexander, für das Thema der Sendung. Just time, nur etwas Zeit. Einfach zum Nachdenken. Schönen Abend noch aus Wien. Danke dir. Jenne, bist du da? Ja, ich möchte mich auch gerne bedanken für diesen tollen Abend und freue mich auf Wiederholung. Und sehr gut gemacht, Alexander, finde ich sehr gut. Danke dir, Jenne. Germane? Nee, okay, alles okay, ich habe nichts zu sagen. Denn eben nicht. Okay, Joe, dann bist du dran. Vielen Dank. Ja, ich möchte es nur kurz zusammenfassen, dass es eine schöne Sendung war, zumindest das, was ich davon mitbekommen habe. Ich war ja vorher noch drüben auf der Baustelle, habe ein bisschen kalken müssen. Aber zwei Sachen liegen mir nur am Herzen. Das erste ist die Zeit. Wenn wir das Symbol für die Zeit hernehmen, dann ist es ein kleines T, das in der Mathematik und Physik und so weiter für die Zeit steht. Der Heilige Geist ist da sehr schlüssig nämlich. Und dieses T, das konnte man aus dem Klang Zeit einfach einmal auskürzen. Der Klang Zeit beginnt mit einem T und hört mit einem T auf. Und wenn ich beide Ts wegtue, dann bleibt über Sei. Und das ist wunderbar. Man konnte das T erkennen als ein oberes Eck aus einer Filmrolle, wo zwei Frames einfach zerschnitten werden und der obere Rand verbindet und der senkrechte trennt. Zwei Bilder miteinander. So gesehen sind wir froh, dass nicht alles zur selben Zeit passiert, weil sonst ging es ganz schön drunter und drüber rund um uns. Das Konzept Zeit ist wunderbar, aber es ist ein Konzept. Dazwischen ist immer das Sein und Sein ist ewig. Das ewige Sein. Das wollte ich zum Thema Zeit sagen. Zeit ist, wie gesagt, eine Fantasie. Die Ewigkeit kennt es nicht. Und darüber jetzt den Schluss auf die Ewigkeit, dass wir hier die lebendige Ewigkeit sind, im Zusammenhang mit dem, was der Michael gesagt hat, mit der juristischen Sprache, die keiner versteht. Das ist ja das Thema von Freeman. Der Freeman hat von Haus aus gesagt, Leute, ihr braucht ein juristisches Wörterbuch. Ohne dieses Wörterbuch verstehst du nicht, was hier gemeint ist, weil es steht im Kirchenrecht geschrieben, ein Verwaltungsakt ist zu verstehen gemäß der eigenen Bedeutung seiner Worte und dem allgemeinen Sprachgebrauch. Das heißt, es gibt den allgemeinen Sprachgebrauch und eine eigene Bedeutung der Worte. Und diese eigene Bedeutung steht eben in diesem berühmten Wörterbuch. Man erkennt, wenn man ganz genau hinschaut und einen Schritt zurückgeht, dass die Menschheit hier
nach wie vor in der sogenannten babylonischen, ägyptischen Gefangenschaft sich befindet. Die Gefangenschaft im Wort Container. Da, wo du nicht weißt, was hier gesprochen wird, wo es dann Rechtsanwalt brauchst, der da hilft. Und dieser Rechtsanwalt kürzt sie ab mit, wie witzig ist das, Ra. Und das haben wir in der Ewigkeit. Das eine Volk Israel, die gesamte Menschheit, ist unterjocht im Schwert des Geistes, das im Stein steckt. Das in Versteinerung, da kommt dann die Medusa wieder zum Vorschein, die Versteinerung von allem. Wenn es in Stein gemeißelt ist, dann gilt es und wird genauso praktiziert im Außen. Und in dieser Phase, wo der König Artus dieses Schwert des Geistes aus dem Stein wieder rauszieht in uns und jeder Mensch in die Freiheit drängt, wie gesagt, diese Erstgeborenenschaft, von der wir da reden, die ewige Geschichte, dass es jetzt zu dem Zeitpunkt kommt, wo das Ende der Welt begonnen hat. Das zerfällt vor unseren Augen. Wir sollten das Gas rausnehmen, uns entspannen und wissen, hurra, noch endlich. Auch wenn es schlimm und furchtbar aussieht, aber das muss so sein, weil einfach alles schlimm und furchtbar war. Die ägyptische Gefangenschaft der Israeliten, das wird jetzt beendet. Und daher wieder so, so ein Aufsehen erzeugt rund um die ganze Reichsbürger- und Staatenbund und Freeman und so weiter Bewegung. Da gibt es den Freeman, der die Sittlichkeit propagiert. Es gibt die Lebenden, die sitzen im Gefängnis, im geistigen Gefängnis, weil sie nur im Recht sind. Und so spiegeln wir einander hier gegenseitig, wie der Geist erwacht. Das große ewige Buch hat sehr recht und die anderen Schriften auch, je nachdem, welche Kultur es niedergeschrieben hat. Wir leben heute in einer römischen Welt, weil das römische Recht regiert. Und so gesehen gibt es eine Weltsprache. Und diese Weltsprache zeigt uns die Botanik, das ist Latein. Die ganze Welt ist sozusagen in Latein komponiert. Latein hat keine Krümmungen, keine Umlaute, das ist alles sehr direkt und hält die ganze Welt zusammen. Man konnte jetzt auch Hebräisch sagen, aber das ist sehr im Hintergrund. Hebräisch ist nicht offensichtlich die Welt. Latein schon wieder sehr. In der Medizin, in der Botanik, überall ist Latein, Latein, Latein. Weil es eine sehr direkte, große Kraft hat. Und Esperanto ist halt eine Designsprache, ein Kunstprojekt, so würde ich das empfinden, was hochspannend ist. Aber ich weiß nicht, ob sie das durchsetzen kann. Mal schauen wir mal. Es ist sehr, sehr spannend. Ja, bevor ich mich zu sehr verzettelt, das wollte ich einfach nur sagen, dass wir hier dass die Auferstehung der Toten gerade spüren. Alle miteinander, die ganze Welt. Aus der Totenfiktion heraus in das bewusste Sein, ins Herz, vom Hirn ins Herz, sonst zu wüssten. Und das macht es so spannend. Und ich freue mich, dass ich da dabei sein darf, dass ich sozusagen eine der Hauptrollen spielen habe dürfen. Aber es ist vollbracht. Wir können jetzt zuschauen, wie der Rest erwacht. Die Premiere in Cannes hat es wunderbar gesagt, dass die Toten auferstehen mit The Dead Don't Die. Die gelbe Westen in Frankreich und die Aktion von den österreichischen Behörden mit dem digitalen Amt. Das heißt, Ticket allesamt und bedeutet, dass jetzt alle Menschen dran sind für die Entrückung. Also sprich, die Beendigung einer Verrücktheit. Und wenn die Welt verrückt ist, dann ist eine Entrückung das Schönste, was da passieren kann. Danke, dass ihr tut, was ihr tut, dass ihr euch Gedanken macht und dass ich dabei sein durfte. Bussi für dich. Ich knutsche dich jetzt gerade mal, bevor irgendein anderer was sagt. Echt genial. Ja. Ich danke dir. Darf ich noch mal ganz kurz? Ja, sicher, Alexander. Ich muss dich gleich noch fragen. Aber jetzt dein Mikrofon. Danke dir. Entschuldigung. Ich wollte mich eigentlich nur bei euch allen bedanken, dass ihr mich bei meiner ersten Sendung so tatkräftig unterstützt habt. Es ist vielleicht aufgefallen, dass ich dann doch ziemlich in Bedrängnis gekommen bin. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Beiträge. Und lieber Joe, du hast das wirklich wunderbar zusammengefasst. Ein wunderbares Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wie ich immer gerne sage, damit etwas Neues entstehen kann, muss das Alte weichen. Das trifft auch auf die Sprache zu. Die Sprache muss sich auch verändern. Und ich denke, dass du da ganz recht hast, lieber Joe. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank an euch alle.
Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, eine erholsame Nachtruhe und bis zum nächsten Mal. Ja, Alexander, bis zum nächsten Mal an alle, die das nächste Mal wieder hier bei dabei sein wollen. Tolle Abschlussworte vom Joe natürlich auch. Joe, wir machen gleich noch einen Nachttalk, vielleicht hast du ja noch ein paar Minuten Zeit. Und ja, in dem Sinne haben wir noch zwei Lieder, eins zur Auswahl für den Abschlusssong, lieber Alexander. Was magst du da hören? Da habe ich einmal die Weggers-Welt, den Konstantin Weggers, sag nein. Und dann hast du die Shania Twain mit auf dem Plattenteller. Was magst du hören? Die Shania Twain, das denke ich, ist ein passendes Lied zum Abschluss. Ja, dann machen wir das mal. Ich pack's mal schnell auf die richtige Position. Und ja, dann bis nachher im Nachtdoc. Gutes Nächtle. Lasst's euch gut gehen. Die Sendung ist im Archiv. Ihr dürft sie gerne teilen, verbreiten. Wir freuen uns. Denn ja, von nichts kommt ja auch nichts. Ne? Und Leben ist Bewegung. Ja, ich bin schon leise. Musik ab. Tschüss dann. Ciao, ciao.